Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelen wieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen spannenden Pen-and-Paper-Runde. Fröhliches neues Jahr wünsche ich euch allen da draußen, denn wir haben uns in diesem Jahr noch gar nicht gesehen. Hoffe, alles stimmt mit Bild und Ton. Wenn nicht, sagt Bescheid. Schön, dass ihr alle da seid mal wieder. Alle gut rübergerutscht anscheinend. Sehr schön, sehr schön. Wir hatten eine kleine Pause über die Feiertage und jetzt sind wir wieder da und spielen wieder Splitterdämmerung. Den Ruf der Balahür. Bahalür. Bahalür, nicht Balahür. Immer dieses Elfisch, ich kann das nicht. Ja, und ich bin heute natürlich nicht alleine hier. Sind aber auch leider nicht komplett heute. Grüße gehen raus an den Slive, der war irgendwie wahrscheinlich entweder gerade zu Hause angekommen ist oder noch auf dem Weg ist. Grüße, Grüße. Und dafür haben wir den Pölle wieder mit am Start. Der spielt uns den Alrischio. Unseren Mondschatten des Fex. Sanja Sala. Genau, der kann genauso gut elfisch wie ich. Ja. Ja, dann den Rintaro, den haben wir mit am Start. Als Lumin Geldor von Trallo, den Krieger aus Weiden. Die Zwölfe zum Gruße und in Vertretung zu Slive auch Swaffen ja zum Wohle, nicht wahr? Ja, ja, ja. Im Sinne der Völkerverständigung. Sehr, sehr gut, ja, ja. Dann haben wir Stadtpoetin am Start als Shayariel Eulenschwinge, elfische Wildnisläuferin, die kann bestimmt viel besser elfische als Pöll und ich. Ja, aber das würdet ihr eh nicht verstehen. Also, hallo ja, zusammen. Das ist richtig, genau. Ja, warum dann ausprobieren? Genau, und als dann haben wir noch Elanor als Tashmeru Saba Aladia. Immer diese Fremdsprachen. Große. Adnasha der Marwo.
Ja. Hallo zusammen. Würde nicht alle Koali heißen, das ist viel einfacher. Aber es wäre verwirrend, wenn alle Koali hießen. Ich sagen, das findest du einfach, wenn wir alle Koali heißen würden? Naja, zum Aussprechen wäre es einfacher. Ja, ist schon echt jetzt wieder lange her. Ich habe mal gerade ins Dokument geguckt. Wir haben jetzt über einen Monat nicht gespielt. Das heißt, wir haben jetzt alle total vergessen, was beim letzten Mal passiert ist. Außer Eleanor, die gerade weg ist. Na, weil die hat sich heute, glaube ich, nochmal den ganzen Stream auf 1,5 Geschwindigkeit reingezogen. Ich habe tatsächlich in normaler Geschwindigkeit mir das Ganze als Podcast auf der einen Plattform, wo ihr das hören könnt, auf Spotify angehört. So, ja. Soll ich jetzt einfach mal ein Recap machen, oder? Wenn du das übernehmen willst, gerne. Kann ich machen. Ja, gestartet sind wir nachdem wir die Sache hatten, dass wir pro Person ungefähr in der Reisegruppe eine Jahreszeit hatten. Unser Wärter Alricio hat gefroren im Winter, Shayaril war im Sommer und irgendwann hat sich das geklärt. Wir haben dann, nachdem wir uns gesammelt hatten, gerastet und nach dieser Rast sind wir in das Tal der Winde gekommen. Und eigentlich, wie wir dann später festgestellt haben, sollten dort nur 12 Winde wehen, aber es waren 13. Und dass wir unseren Weg weitergeführt haben, hat uns dieser 13. Wind ein paar Albträume beschert. Lumin hat eine gewaltige Schlacht gegen Orks erlebt, während Snorri bei einem Kampf gegen Walfänger war, so ein Dorf bei der Niederbrennung eines Walfängerdorfes dabei war, und Tashmeru wurde zurückversetzt in die Hallen ihrer Ausbildungszeit, in den Orden, wo, ja, das Ganze einer Hospiz, wo entsprechend Leute ihres Lebens erleichtert wurden, damit sie nicht weiter leiden. Alles ein wenig ziemlich over the top teilweise, also wir sind ziemlich psychisch durch den Mangel genommen worden. Auch alle anderen Charaktere entsprechend, nur was da genau abgegangen ist, haben wir leider nicht gesehen, weil sie nicht da waren, aber es war krass. Und ja, nach einer entspannten Nacht, weil wir eigentlich alle zu müde waren, sind wir dann in ein Wäldchen weitergezogen, wo 13 Schattenwölfe, gepanzerte Schattenwölfe, auf uns gewartet haben und uns angegriffen haben, die wir dann mit viel Mühen und einigen Verletzungen dann erledigen konnten. Snorri hat alles erstes Mal seine magischen Elfenschuhe ausprobiert und war super schnell. Er nannte es selbst Sonic Mode, also Slife hat es als Sonic Mode bezeichnet. Seine Axt ist hin, aber alle Wölfe sind tot und wir sind jetzt aus dem Wäldchen raus und rasten. Ja, so viel dazu. Ja, sehr vielleicht interessant zu wissen, was die anderen in den Albträumen noch gelitten haben, aber wer weiß. Es war auf jeden Fall ziemlich ereignisreiche 2 Tage, die unsere Charaktere da durchstehen mussten. Ja. Ja, das ist eine gute Zusammenfassung, genau. Ja. Jemand noch Fragen, Anregungen, Wünsche? Ich denke, das Wichtigste war dran. Ich könnte natürlich noch jetzt jammern, dass Tashmeru mir den Rücken aufgekloppt hat, aber ich bin mal nicht so. Ja, beim Tragen, genau. Ja, wie gesagt, alle hatten andere, es waren ja nicht wirklich Albträume, es waren ja so eine Art Visionen. Ja. Und ja, ich habe jetzt die Alricio-Vision habe ich gar nicht ausgearbeitet, weil der gar nicht da war an dem Tag. Deswegen, er hatte überhaupt keine Vision, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, genau wie bei, da, kennt ihr den Film Erik der Wikinger, wo der Priester dann nach Valhalla reingeht und alle sehen Valhalla und nur er nicht? Nee, aber ich fürchte, Pölle hatte gar nichts gesehen, aber Alricio hat wohl was gesehen, aber was genau, weiß ich nicht. Das müssen wir Alricio überlassen. Vielleicht redet er auch nicht gern drüber. Man weiß es nicht. Genau. Ja, ihr rastet in diesem kleinen Wäldchen.
Ich kann euch nochmal die Karte einblenden, obwohl die Karte gar nicht so viel bringt an dieser Stelle. Außer euch auch da draußen zu zeigen, dass wir irgendwo in den Salamandersteinen sind. Weil wo genau wir uns da befinden, das ist ein Geheimnis. Und auch noch nicht wirklich erforscht. Irgendwo in den Salamandersteinen ist dieser Zugang zu der elfischen Welt und da sind wir jetzt ganz nah dran. Oder schon drauf und dran drin zu sein, genau. Wer keine Vision hat, sollte seine Drogen wechseln. Ja, ja, sehr spannend, Tengelia. Ja. Oder überhaupt anfangen, nein, wollen wir nicht drüber reden. Gut. Also ihr habt eigentlich ein kleines Lagerfeuer gemacht. Ihr seid ja auch sehr, sehr zerschunden worden. Nicht nur körperlich durch den Kampf, sondern auch seelisch durch die Einflüsterungen des Windes. Und von daher sowohl körperlich als auch psychisch ein bisschen geschröpft. Und so tut es jedem gut, ein bisschen auszuruhen. Wer auch immer das gut kann nach einem solchen Erlebnis. Aber wer es denn dann geschafft hat, ein paar Stündchen Schlaf zu ergattern, der wacht dann tatsächlich doch sehr gestärkt auf. Und ja, wenn Shayariel geschlafen hätte, würde sie auf jeden Fall bemerken, dass ihre astralen Kräfte sehr, sehr gut regeneriert haben. An dieser Stelle. Und du fühlst dich auch irgendwie generell, seitdem ihr durch das große Tor gegangen seid, irgendwie, ja, trotz der ganzen Strapazen und Mühen, irgendwie ganz gut. So, auf einer ganz merkwürdigen Ebene. So, als würde man irgendwie im Zug sitzen und man weiß, bald ist man zu Hause. So, das schwingt immer ein bisschen mit, das Gefühl. Ja, morgens aufstehen, aufwachen und den neuen Tag in Angriff nehmen. Wer ist denn früh wach von euch? Gewöhnlich ich. Ich bin auch schon wach. So wirklich viel geschlafen habe ich tatsächlich nicht. Aber ich stehe auf und etwas träger als sonst vielleicht, trotz des guten Schlafes, wenn man denn ein bisschen was geschlafen hat. Aber es ist wahrscheinlich auch weniger das Körperliche, was mich am Boden hält, als die Ereignisse vom gestrigen Tage. Aber ich tue mein Werk und mache mich aufbruchbereit. Wie geht's? Ich bin auch schon wach und würde mal die Vorräte überprüfen und so. Ja, Vorräte habt ihr genug mitbekommen und mitgenommen. Die sind noch alle da. Dann sammle ich ein gutes Frühstück. Genau, dann würde ich das schon mal vorbereiten. Und irgendwie so geschäftig sein, Kräuter sammeln und irgendwie so zum vielleicht ein Lied vor mich hin. Und bereit alles vor. Spätestens als das gesummte Lied kommt, gucke ich etwas verwundert in deine Richtung und das war es dann aber auch schon an Reaktion. Und wenn die Sonne schon da ist, würde ich vielleicht die Ersten anfangen zu wecken. Ach, ist schon wieder aufstehen? Ich gerade gut geschlafen. Es tut mir leid, dich unterbrechen. Es tut mir leid, dich zu unterbrechen, aber es ist erste Aufbruchstimmung, ja. Ja, alles gut. Ja, ich habe ja gut geschlafen, von daher geht das. Und das morgens, nicht mitten in der Nacht. Also als du mich definitiv nach Sonnenaufgang rüttelst, kriegst du vor mir nur einen Schnauzekochkaffee. Nur eine Augenbraue kommt und ich fange an, den Rest weiter zu wecken. Haben wir sowas wie Kaffee dabei? Tee. Ich hätte hier so ein paar Kräutertees, die eigentlich ganz gut wach machen.
glaube, ich habe irgendwo in meinem Rucksack noch schwarzen Tee. Ja. Ich kann ja mal. Ich geh mal, koch mal Tee und halt das Arichio vor die Nase. Na gut, wenn es sein muss, nehme ich auch den. Danke. Die Magier machen sich auf und regenerieren und tanzen ihren Tanz der Marder so früh am Morgen. Alle in schöner Synchronisation. Und man glaubt gar nicht, wie gelenkig Herr Silberhaar manchmal sein kann an der einen oder anderen Stelle. Aber naja, immerhin hat er die Reise bis hierhin ja auch ohne großes Murren mitmachen können. Das hat man ihm vielleicht vorher gar nicht so zugetraut. Auf jeden Fall bewegen sich die drei dann auch irgendwie zum Feuer zurück und auch Siri setzt sich dazu, schnauft einmal tief durch und meint dann, ich kann nicht mehr weit sein. Ich hab's im Gefühl. Irgendwo hier ist die Quelle des Liedes. Frage ist nur, was diese unwirklichen Wölfe waren gestern. Und denke, der Feind ist auch hier irgendwo. Vielleicht beobachtet er uns gerade. Irgendwas Niederhöllisches auf jeden Fall. Ja, waren schon seltsam, diese steinerne Haut und doch dieses Verschwinden in den Schatten, das war wirklich sehr seltsam und ja, sowas habe Unnatürlich. ich unnatürlich, absolut. Ja, Ja. muss man auch erwarten nach den Winden und dem, was er uns beschert hat. Will halt einfach nicht, dass wir unser Ziel erreichen. Schon eigenartig, wenn das so weitergeht. Das wird nicht einfach. Also erst diese Albträume, dann die Schattenwölfe. Wenn das jetzt hier von Tag zu Tag so bleibt, kommen wir sicherlich irgendwann an das Ende unserer Kräfte. Und gleichzeitig fühle ich mich sehr wach und sehr klar, wie schon seit langem nicht mehr. Ich habe diese Nacht auch wirklich gut geschlafen. Nicht aus Erschöpfung, aber auch ein bisschen. Ja, irgendwie ist es schon dieses Auf und Ab von Licht und Schatten oder Licht und Dunkelheit ist schon echt beeindruckend hier. Und auch ein wenig verwirrend. Muss Ja. nochmal für Pölle nochmals zu sagen, der nicht da war. Ihr habt auf dieser in diesem Tal der Winde 12 Winde mitbekommen. Und erst als der 13. Wind dann eingesetzt hat, habt ihr die bösen Visionen und Geräusche und den Widerstand gespürt. Für dich als Geweihten und für rückblickend auch noch für Tashmero, die auch Geweihte ist. Da gibt es etwas, was du aus dem Gedächtnis hervorholen kannst, denn es gibt die Sagen über die Alvaranjare der Götter. Da gibt es ja mannigfaltige. Götter nutzen ja immer wieder Vertreter auf Dere. Und dazu gehören einem auch so Naturgewalten. Personifizierte Naturgewalten und das sollen auch Winde sein. Hast du zumindest mal von gelesen. Bis jetzt noch nie irgendwie was gesehen, gehört oder so erfahren, aber zumindest würde das passen. Und genau, aber warum das jetzt ein 13. Wind auch war, kann man sich vielleicht denken als Ritio, aber das stand nicht in den Schriften. Ja, namenloser Gott wird wahrscheinlich auch dann nicht unbedingt immer erwähnt werden. Ist ja nicht umsonst namenlos. Wolltest du nur noch mal erwähnen, weil du nicht da warst und deswegen Nee, bin ich. Also. Götterwirken hier in dieser elfischen Welt halt vorgekommen ist. Ne? Ja. Also, genau. Ich denke halt nur weiter. Der Penner.
Ja, ich habe echt keine gute Laune. Ich bin nicht nur nicht ausgeschlafen. So. Ich bin ja ansonsten eher für mein sonniges Gemüt bekannt, jetzt gerade nicht so. Ja, Lumen lässt anscheinend auch seine Morgenroutine sporttechnisch außen vor. Ist generell ein bisschen langsamer, aber tut seine Arbeit. Was war der nächste Anhaltspunkt nach dem Wäldchen? Ich müsste das mal aufschreiben. Fragst du es mich? So generell in die Runde. Also. So in der Weiß. Lumen kramt sein Büchlein raus. Blättert. Du solltest dir einen Index Blättert. anlegen, wenn du so lange zum Blättern brauchst. Ja, es ist. Moment, was waren wir denn? Oh, elfisches Dorf hatten wir. Krähenberg. Hattet ihr? Den Steinkreis respektive das Wäldchen, meine ich, käme dann auch irgendwann danach. Ja, hattet ihr? Irgendwie Steinkreise. Ja. Naja, Da waren die Wölfe. In Das ist ja einem Tal klassisch. mit großen Bäumen. Das hattet ihr noch nicht. Also ein Tal mit großen Bäumen. Dann. Eine Lichtung im Riesenwuchswald. Baum der Schöpfung. Blätterdach. Hilferuf. Also der nächste und letzte Step scheinen große Bäume zu sein, die wir suchen. In einem Tal. Jetzt müssen wir aus diesem raus und ins nächste rüber. Dann lasst uns aufbrechen, so, ja, lasst uns aufbrechen. Ich habe gepackt. Ja, ihr. Sind denn alle wieder bei Kräften? Können wir weiterziehen? Weil wenn uns jetzt wieder solche Schattenwölfe oder andere 13 Kreaturen begegnen, sollten wir auf jeden Fall vorbereitet sein. Ja, Wie genau gedenkst du dich darauf vorzubereiten? Heißt, sind wir, weiß ich nicht. Einfach wachsam Zumindest sein. sollten wir Snorri eine neue Waffe in die Hand drücken. Ich habe leider keine dabei, die sinnvoll für Snorri wäre. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich wühle so in meinem Umhang. Hol so ein Dolch raus. Hier. Yeah. Snorri guckt so ein bisschen bemitleidenswert auf den Dolch. Gibt es damit ein Problem? Nein, das ist eine sehr nette Geste. Okay, ich kann dir auch den Hammer geben. Ich glaube, damit kannst du wahrscheinlich besser umgehen wie ich. Also meinen Ihr kleinen. müsst mir jetzt nicht alle was geben. Es ist ein Okay, dann Angebot. nicht. Ich nehme den Dolch wieder ab und stecke ihn wieder weg. Hey! Was? Das war jetzt auch nicht in Ordnung, oder was? Doch. So möchtest du den Hammer? Ist vielleicht ein bisschen angenehmer als ein Dolch. Ja, nimmt den Hammer, der auch aufgrund seiner Größe so ein bisschen klein wirkt in seiner Hand. Ist halt nur so ein Fäustel oder ein bisschen größer. Dann schwingt er den so ein paar Mal. Also ich weiß nicht. Steckt den dann weg. In den Hör Gürtel. mal auf zu heulen! Tut er doch gar Alvitia. nicht. Was? Wir sind alle etwas angespannt. Lass es nicht an einem armen Snorri aus. Könnten ihr mir auch einen Magierstab geben, meint Gilberto. Aber ich habe nur so einen kleinen. Das würde, glaube ich, genauso lustig aussehen wie der Hammer. Er hat nur einen kleinen Stab. Ich glaube, mit Es Hammer kommt nicht auf die Größe drauf an. Dolch. Das wird schon reichen. Hauptsache, er hat überhaupt Waffen. Also alles ist besser als eine schartige Axt. Ja, Aber die ist klar. Schuhe sind cool.
Vielleicht können wir ihm einen Knüppel machen aus irgendeinem Ast oder so. Wir können auf dem Weg ja danach suchen. Kriegen wir schon finden hin. Wir was Passendes. Na dann. Ansonsten, naja, laufen wir einfach weiter. Ich lass wieder alle vorgehen und bilde das Schlusslicht. Sobald ihr das kleine Wäldchen wieder verlasst, hört ihr schon wieder die, also zunächst spürt man es erst schon an den Rändern des Wäldchens, dass ein Wind wieder aufweht. Und wenn man dann den ersten Fuß hinaussetzt, dann hörst du auch diese Dissonanz schon wieder und diese Misttöne, die ihr vor den Visionen auch schon mal wahrgenommen habt. Dieses Heulen und Zähneknirschen im Wind, der euch entgegenbläst mit ziemlicher Kraft. Wenn ich das wahrnehme, wird wahrscheinlich keiner mitkriegen, weil ich halt am Schluss laufe. Aber bleibe ich tatsächlich kurz stehen und muss mich einmal überwinden, weiterzugehen, was ich dann aber auch tue. Ihr müsst richtig gegen den Wind anlaufen und lauft so eine ganze Ecke. Ihr habt immer wieder so kleine Angstgefühle, dass diese Visionen wieder zurückkehren, was sie aber erstmal nicht machen. Aber trotzdem ist es sehr, sehr unangenehm, gegen den Wind zu laufen, der sehr, sehr stark ist und halt diese dissonanten Geräusche im Ohr zu haben, die immer lauter werden. Und dann irgendwann auch so laut sind, dass man seine eigenen Schritte nicht mehr wahrnehmen kann. Und man sich gegenseitig auch nur noch anbrüllen muss, damit man sich gegenseitig versteht. Und irgendwann gelangt ihr dann an ein Felsplateau, was sich sehr hoch über euch erstreckt und was an dessen Fuß ihr ankommt. Und ihr habt das Gefühl, der Wind weht von oben herab genau auf euch hernieder. Sehr schön. Also auf dem Weg halte ich, weil ich ehrlich gesagt mich nicht auf den Weg konzentrieren will, ich habe so keinen Bock, hier jeden Schritt weiter zu gehen, halte ich aber Ausschau nach einem stabilen und großen Ast. So, also eher so ein Stab, also so richtig, ne? So. Ja, noch im Wald wirst du da garantiert was gefunden haben. Nach dem Wald eher nicht. Ah ja, okay. Also wenn ich das dann gefunden habe, dann werde ich irgendwann, wenn wir eine Rast machen oder so, wahrscheinlich während uns dieser Winter in den Ohren braust, werde ich mir dann einfach wortlos von Snorri den Hammer nehmen. Ich gehe einfach hin und nehme ihm den ab. Nehme dann meinen Dolch raus und hämmer, ja, den so durch das eine Ende, am einen Ende so an, so dass er so ein Low-Tech-Überzeuger, ne? So eine Art Speer hat, ja. Genau. Nee, nicht Speer, sondern Hammer mit Nagel quasi. Ach so, also, ja, okay, so rum. Okay. Mit Nagel quasi durch, ja, also so. Ja, ja. Also wirklich so eine, also das, was ich als Barbarenaxt bezeichnen würde. Gestalt habe. Und dann gebe ich Tashmiri den Hammer wieder. Und mit Dolch drin. Ja, genau. Also halt mega improvisiert, der Dolch ist wahrscheinlich auch total hinüber jetzt, aber ich drücke den dann wirklich, also wirklich mit so einer Flippe, ja, drücke ich dann Snorri einfach das Ding in die Hand und schreibe, hier, nimm das und hör auf zu meckern! Magst du einen Schluck Dattelschnaps? Riccio? Im Dattelschnaps? Ja? Hier, Tashmiro zieht den Rucksack nach vorne, kramt so einen Beutel raus. Da. Nicht. Hier. Es ist halt so eine Süße von Datteln am Anfang und dann brennt es im Abgang. Besser? Nimm einen Schluck. Soll ich mir gut. Macht wacher. Ein bisschen fruchtiger wie das Bremer Feuer. Du, sonst kriege ich nichts. Hier, danke. Gerne. Hey.
Ja, ihr kämpft euch weiter vor, irgendwann nach der Rast an dieses Plateau heran, dann die Felswand hinauf, weil es keinen anderen Weg gibt. Lass mich sagen, die Felswand ist viel zu hoch für irgendwie unsere Seile, dass wir irgendwie... Ja, ihr könnt euch da gut festmachen, aber es ist halt anstrengend, da hochzuklettern, ne? Ja. Und als ihr dann sichtlich erschöpft über den Vorsprung der Felswand an der obersten Ecke hinüberklettert, seht ihr ein sehr plattes und karges Plateau. Hier weht immer noch dieser starke Wind, allerdings ist diese Dissonanz etwas aufgehört. Man hört nur noch irgendwie ein lautes Pfeifen und irgendwie ein Wehklagen irgendwie in der Ferne. Und man kann sehr weit sehen auf diesem Plateau, weil einfach hier nichts wächst, gar nichts, außer vielleicht ein paar Flechten auf dem Boden. Und ist auch nicht erstaunlich, weil so krass wie der Wind hier über dieses Gestein peitscht, hier könnte es halt jede Pflanze irgendwie, wenn das hier ständig so ist, dann kann hier halt nichts wachsen. Umso erstaunlicher ist es aber, dass irgendwie 5 riesengroße Eiben aus der Mitte des Plateaus herauswachsen und ihre Wipfel zu einer einzigen großen Krone vereint haben. Das ist wirklich das Einzige, was hier außer diesen kleinen Sträuchern irgendwie noch groß wächst. Und die scheinen diesem Wind sowas von zu trotzen. Sind weder windschief noch irgendwie was anderes, sondern die sind stark und sehen, außer sie hätten sich so verschworen und haben halt ja ihre Wipfel halt ja vereint oben. Und von dort aus tönen harmonischere Klänge, die jetzt durch die ganzen Disharmonien sehr, sehr angenehm klingen. Besonders für die Elfen. Endlich. Das muss es sein, oder? Ich denke schon. Ich weiß nicht, ich hab das... Ja, doch, das kommt hin. Könnte sein. Scheint von dort kommt ja auch eine Melodie. Und Tumit stapft tatsächlich los Richtung dieser Bäume mit neu gewonnenem Elan. Vorsichtig, wer weiß, was uns da wieder als 13. erwartet. Ich lasse mich überraschen. Also der Countdown steht jetzt gerade bei 5. Ein 13. Baum. 5 Bäume nur, ja. Ja. Okay. Ich lauf mal hinter Lumin. Kaschmiro schließt sich an. Wenn ihr über dieses Plateau Richtung Bäume lauft, werdet ihr immer wieder von irgendwelchen merkwürdigen Winden nach rechts und nach links herangeweht, die unterschiedlichsten Melodien mit sich mittragen. Fast wie ein Flüstern in einem Wind immer vorkommt. Und jedes von diesen starken Windböen bringt ein Gefühl oder eine Emotion mit sich mit. Mal ist es eine Trauer, die euch übermannt und ihr wisst nicht gar nicht genau, wo das herkommt. Der Wind weht euch ins Gesicht und auf einmal müsst ihr sofort an irgendwas Trauriges denken und euch kommen die Tränen in die Augen. Mal fängt irgendeiner, der vorne läuft, sofort an zu lachen, weil er gerade einen Windstoß bekommen hat, der ihm irgendetwas Lustiges irgendwie gezeigt hat oder so. Man spürt in staccato-artiger Weise, weil die Winde so von rechts, links, vorne, hinten auf euch hereinstürmen, immer wieder andere Eindrücke. Tod, Liebe, Verlust, Siegestaumel, Freude, Heimatgefühl, alles Mögliche. Und zwar immer so in Sekundenbruchteilen. Das ist ultra anstrengend, sich dann so auf den Weg zu konzentrieren, weil man ständig von irgendeinem anderen Gefühl übermannt wird. Aber als ihr das irgendwann hinter euch gelassen habt und zwischen die Eiben tretet, ist es auf einmal wie von jetzt auf gleich windstill, wie als wärt ihr in das Auge des Sturms getreten. Dann atmet Lumin einmal erleichtert aus.
und orientiert sich und schaut sich um und guckt natürlich nach oben. In der Hoffnung, dass er vielleicht irgendwo einen Weg nach oben findet. Wie auch immer ein elfischer Weg aussehen kann. Ja, es gibt Wege, es gibt irgendwo Öffnungen in den Bäumen, es gibt sowas, dass so Äste, die sich, die so gewachsen sind, dass wären es Leitern oder Treppen. Alles ist ein bisschen überwuchert, als ob es schon lange nicht mehr gepflegt worden wäre. Und hier klingt irgendwo ein harmonisches Lied nach. Nicht so wie die Lieder und Gefühlswinde da draußen, sondern etwas Harmonisches. Etwas, was die Elfen vielleicht als einzige richtig begreifen können, nämlich dieser Ort hat ein Lied. So wie ihr Elfen selbst ein Lied habt. Hier ist etwas, dieser Ort muss uralt sein. Und muss sehr viel gesehen haben. Und ihr hört in dem Lied Teile und Eindrücke dieses Ortes widerhallen. Ihr seht in dem Lied verarbeitet den Fall und Aufstieg der Städte, der Elfen und der Menschen, orkische Kriegszüge, Dämonenschlachten. Alles hat dieser Ort schon gesehen. Und überdauert. Und gleichzeitig ist es hier leer. Kein Tier und keine Elfenseele an Bord. Man fühlt sich aber sicher, weil es so harmonisch klingt und keiner einziger Ton disharmonisch klingt, so wie es noch außen der Fall war. Okay, ich bahne mir einen Weg nach oben. Ich suche mir einen aus, versuche den bis nach oben zu gehen. Gegebenenfalls reiße ich irgendwelche Ranken weg, die mir den Weg versperren. Da Oder. wachsen keine Ranken dir in den Weg. Du kannst überall lang. Es sieht irgendwie, es erinnert dich an eine lang verlassene Ruine. Ein leeres Gebäude. Wir sind nicht umsonst hier hingekommen, denkt er sich nur gerade. Ich bin nicht umsonst hier hingekommen. Ich gehe da hoch und da oben sitzt hoffentlich jemand, der unsere Hilfe braucht. Ganz oben Wo willst du das angekommen, Gebäude siehst du, her? also, ganz oben angekommen in den Wipfeln, hast du so etwas wie einen guten Überblick. Und siehst halt irgendwie, dass es hinter dem Plateau noch weitergeht, den Berg hinab wieder in ein ganz tiefes Tal, was von Flora und Fauna anscheinend auch sehr gut bewachsen ist und also nicht so karg wie dieses Plateau selbst. Okay, auch große Bäume. Ist jetzt noch ein ziemlicher Weg bis dahin. Lässt sich schwer von hier aus entscheiden, ob das jetzt groß oder klein ist. Es ist halt wachsen. Okay. Aber ansonsten hier oben ist nichts. Und Pölle, du wolltest gerade was sagen? Es ist leer, auffallend leer. Und es wirkt sich auch so aus, dass du mal, du hast das Gefühl, hier war mal was, aber es ist schon lange her. Erstmal so in diese leeren Hallen, in Anführungsstrichen. Und hallo! Ist hier jemand? Es wirkt ein bisschen so, als ob das Umgebungslied irgendwie dieses Hallo aufnimmt und irgendwie einwebt, aber eine Antwort erhältst du nicht. Bei dieser Übersicht, wo ich rausgucken kann, setze ich mich wahrscheinlich erstmal so und lasse die Füße, falls möglich, über so einem Überhang baumeln. Und falle mit meinem Oberkörper erstmal so zurück und liege dann damit auf dem Boden. Und jetzt? Ist doch der ideale Ort, um mal echt auszuspannen und zu verschnaufen, mein Silberhaar.
Ich muss nicht unbedingt wieder in diese komische Gefühlswinde da raus. Zumindest das nicht ist so keiner weit. Von uns. Ich versuche. Seltsam. Shayaril, was mit dir? Ich versuche mal auf die Lieder zu hören, ob ich da irgendwas raushören oder entziffern kann. Oder irgendwie, ja. Ja, wie eben schon beschrieben, ne? Hörst in dem Lied das unzählige Eindrücke dieses Ortes. Du hast das Gefühl, dass dieser Ort die Eindrücke der Welt sammelt. Weil diese Städte, die du irgendwie erkennst im Lied, und denen das Lied erzählt, die sind weit, weit weg. Wie kann dieser Ort die denn gesehen haben? Weil man sieht die von hier nicht. Dann lasse ich auch mal meinen Blick schweifen, ob ich irgendwas sehe oder wahrnehme. Spuren vergangener Zeit, dass hier Leben war. Nimmst dich in das Lied ein und gibst dich mal den Eindrücken ein bisschen hin. Es ist alles so ein bisschen verwaschen und alt. Aber du kannst es wahrnehmen, wenn man sich drauf konzentriert. Und dann irgendwann entdeckst du halt, dass irgendwie dieses Lied halt irgendwie hier sich sammelt und wanderst vielleicht ein bisschen durch die Räumlichkeiten hier in diesen Bäumen umher. Und dann bemerkst du, dass es tatsächlich so zu sein scheint. Dieser Ort sammelt Eindrücke, Emotionen und Lieder. Und die Winde scheinen diese Eindrücke an diesen Ort hinein, also hier hinzubringen. Die umwehen diesen Ort und spülen ihm ständig neue Eindrücke zu. Wenn man das kanalisieren könnte, dann wäre das der ideale Beobachtungsposten. Könnte quasi alles sehen, wenn man das irgendwie kontrollieren könnte, was hier passiert. Und gibt es Spuren vom Dasa? Wenn du gezielt nach dem Dasa suchen willst, musst du natürlich dein ganzes Sein auf das Dasa noch ein bisschen mit ausrichten und dann kannst du tatsächlich Eindrücke sammeln davon. Aber eher so, es ist alles unbeholfen, was du tust. Du entdeckst immer so zufällig irgendetwas. Du kannst es nicht wirklich beherrschen, wie das funktioniert hier. Du kannst halt nur Eindrücke sammeln und tatsächlich, das Dasa ist, ja, der Eindruck ist, es ist omnipräsent auf der Dere. Überall quasi. Irgendwo wirkt es immer. Und ich versuche mal Silberhaar und Adepta Tassia anzusprechen, ob sie irgendwie ein Gefühl für diesen Ort haben und würde ihnen halt erzählen, was ich wahrgenommen habe, dass das hier irgendwie Eindrücke, Gefühle von ganz Dere sammelt und hier irgendwie zusammenfließt und von den Winden hierher getragen wird. Aber ich auch nicht weiß, wie ich damit umgehen soll oder das irgendwie deuten kann. Professor Silberhaar kratzt sich so ein bisschen so am Kopf und dann zieht dann den Hut wieder gerade. Es ist tatsächlich eine magische, eine sehr starke Magie hier, die hier wirkt, aber ich kann sie nicht genau entziffern. Ich habe einmal ein elfisches Zauberlied gehört, was ähnlich war. Aber nicht, bei weitem nicht so stark und so. War faszinierend, das müsste auf jeden Fall jemand, ich glaube, wenn nicht sogar einige Generationen hier deutlich wissenschaftlich analysieren, was das hier ist. Und Siri meint dann, aber es ist auch schon lange vorbei. Es ist nur noch ein Rest dieses Liedes hier. Es sammelt immer noch, aber es ist niemand da, der es spielt.
Wie meinst du das mit Spielen? Ist mute. Dieser Ort hat ein Lied und es ist zu einer gewissen, es ist zu etwas da, es sammelt, aber es ist niemand da, der es benutzt. Könnt ihr es benutzen? Nein. Kann Kann es uns irgendwie gerade so helfen? begreifen, was das hier macht. Kann es uns irgendwie helfen, denjenigen zu finden, den wir suchen? Vielleicht. Ich meine, ich habe die Harfe. Vielleicht kann uns die Harfe helfen. Nun, es sammelt Lieder. Vielleicht kann es uns auch eine Richtung weisen, wo wir hin müssen. Ja, dann lass uns doch einfach mit der Harfe versuchen, oder? Was mit ihr? Schmiro packt die Harfe aus. Gibt es einen Ort hier, wo es am stärksten ist, oder ist es insgesamt Es ist hier? überall hier. Gut. Okay. Es ist auch für Gut, dich vielleicht. nicht, es ist auch für dich nicht so da. Du hörst halt irgendwo so ein bisschen Ja. Wind, wie in den Elfendorf auch, dass da überall irgendwie Musik ist, aber das, was die Magier und was die Elfen hier jetzt irgendwie erzählen von irgendwas, was ihr sammelt und was hier Lieder spielt und so. Ich meine, wenn einer von euch das Shirel, magst du es mal mit der Harfe probieren? Ich höre nicht wirklich. Also ich höre die Melodien, aber kann jetzt keine einzelnen nicht so wirklich irgendwie sagen, okay, das gehört zu dem und das ist der Faden. Vielleicht hilft die Ich Harfe dir dabei. kann es gern versuchen, aber ich befürchte, dass ich einfach nicht genug Fertigkeiten besitze, um dieses Lied wirklich zu verstehen oder lenken zu können. Aber Wenn wir nehme mal ist die die Harfe und versuche irgendwie was zu lenken. Genau, aber Ist denn diese weiß. Melodie, diese Hilfsmelodie, die wir gehört haben, hier mit dabei? Ist eine Hilfe, der Hilferuf? Ja, der ist dabei. Den Vielleicht kann bringt man, wenn, uns. den, wenn man, wenn sich die Elfen darauf konzentrieren, können sie ihn deutlich wahrnehmen. Vielleicht können wir uns auf, wenn du dich auf den konzentrierst, das ist ja der Faden, das Lied, dem wir folgen wollen. Das kann ich mal machen, dass ich mich darauf konzentriere, um zu gucken, ob mir das eine Richtung vorgibt oder eine Idee, wie es jetzt weitergehen könnte. Ich habe, sage ich vielleicht auch den anderen, während meiner Nachtwache mit Lumi, nachdem wir die Albträume hatten oder davor in der Nacht, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau, in einiger Entfernung ein Licht auf dem Berg gesehen, also dieses Leuchten, was wir zum Schluss gesehen hatten in der letzten Version. Und wir sind ja noch nicht auf einer Bergspitze, es war so wie ein flackernder Stern, aber schon doch diese Gestalt aus dem Traum, dieser Vision. Adeptatassia murmelt so in ihren nicht vorhandenen Bart. Wenn das hier in der Nähe ist von dem Punkt, wo die Elfen aus dem Licht getreten ist, sind, vielleicht ist das hier der Ort, wo die Lichtelfen gewohnt haben. Also die ganz Kann auch alten. einfach nur ein Beobachtungsturm sein. Naja, es heißt in den Geschichten, dass die Lichtelfen Welt beobachtet haben, bevor sie weitergezogen, also bevor sie, also sie sind aus dem Licht getreten und haben dann erstmal die Welt beobachtet, um Eindrücke zu sammeln, was das hier denn überhaupt ist, weil sie kannten die Welt ja nicht. Und danach sind sie weiter aus dem Licht getreten. Von hier aus ausgezogen in die Welt, genau. Dann schien ihnen das doch irgendwie gefallen zu haben, was sie gesehen haben, oder? Vermutlich. Oder zumindest war es interessant. Dachte, sie haben eh keine Chance, also nachdem sie ausgetreten sind, haben sie keine Chance, wieder zurückzukehren. Wie genau das vonstatten ist, weiß ich nicht. Also es heißt jetzt, dass man nicht mehr zurückkehren kann. Ja. Wie genau das vonstatten geht, weiß ich nicht. Ich hab die Lichtwelt auch noch nie gesehen oder gehört oder. Naja, vielleicht wussten sie auch nicht, dass sie nicht zurück können, wenn sie einmal diese Welt verlassen, also die Lichtwelt verlassen haben. Sind gegangen, ohne es zu wissen und haben sich dann, naja, halt weiter vom Licht entfernt. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, waren die viel, viel krasser als das, was
Jetzt, was ihr Elfen jetzt seid? Ist das so? So, Siri dass das bei nickt mit euch dem ist, irgendwie, Kopf. wer älter ist, ist irgendwie. Naja, was heißt krasser? Sie waren halt näher am Licht und offensichtlich konnten sie auch ganz andere Dinge, also diesen Ort erschaffen, das Lied weben. Das ist schon ein mächtiges Elfenlied. Das Ich kannst du glaube nicht, laut dass sagen, das, meint Hilberto. Also, ich das glaube ist. nicht, dass irgendjemand sowas heute noch könnte. Also, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, dann sammelt dieser Ort von überall her Eindrücke. Also, Ja, alles. alles. Alle Gefühle, alle Erinnerungen, alle Geschehnisse, St stell dir alles. vor, das könnte man benutzen. Du könntest sofort wissen, welcher König wann gegen wen zieht und wann die Orks wieder was Ja, ausbrüten komm, und. komm, komm. Alles gut. Ja, hier, Welcher jetzt nicht. Schwarzmagier wo irgendwas Böses ausheckt? Ja, genau. Und dann wirst du in deiner Megalomanie selber irgendwie zum Schwarzmagier. Lass das mal. Nee, mach mal nicht. Glaube, man kann das nicht benutzen. Diese Fertigkeit besitzt. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass irgendjemand das könnte, dieses Lied lenken oder sich überhaupt nur fokussieren darauf. Irgendjemand konnte es mal und mit genug Zeit wird es wahrscheinlich wieder jemanden können. Das glaube ich Ja, nicht. Nicht, wenn die Lichtelfen wirklich so viel ja, mächtiger, ich finde da nicht das richtige Wort. Also so mehr Licht, ja, also so elfischer noch als. Ja, ich glaube, du weißt, was ich sagen will, oder? Gut, das freut mich sehr. Weißt es du ist halt wahrscheinlich mehr als ich. so lange her, dass ich meine, höchstens unsere Lieder sprechen noch davon, dass wir selbst keine Vorstellung haben, wie das gewesen sein könnte. Wir haben so eine Idee davon, was danach war, so die ganzen Hochkulturen und der Fall der Elfen, aber die Lichtelfen sind für uns selbst so fern jeder Vorstellungskraft, weil das ja quasi auch so ein komischer Zwischenzustand war zwischen Sein und ja, dem, was wir dann jetzt haben. Ich finde das interessant, weil ich bei euch Elfen bis jetzt immer nur gehört habe, wir hassen diese Welt, so wie sie ist. Und wir versuchen uns eigentlich nur daraus zu ziehen. Und am liebsten würden wir dieser Welt den Rücken kehren und zurück ins Licht. Und jetzt habe ich gerade das allererste Mal das Gefühl, dass eure deutlich lichtigeren Vorfahren ja ganz bewusst den anderen Schritt gegangen sind und gesagt haben, wir wollen in diese Welt. Und das ist, also das widerspricht so gerade meinem Bild, was ich von den Elfenburg. Ich meine, ich weiß nicht viel von euch, ne? Ich Das war maß mir der. auch nicht an, euch einschätzen zu können. Bitte versteh mich da nicht falsch, aber Das irgendwie war der widerspricht. Anfang vom Ende, meint Siri. Ja. Kann man sagen, und wenn du in irgendein Paradies gekommen bist oder ein Paradies oder einen Ort, das du für ein Paradies hältst, und dort sind deine schlimmsten Albträume für dein Volk wahr geworden, dann ist es plötzlich ganz schnell kein Paradies mehr. Ja, aber sie wussten doch, worauf sie sich einlassen. Sie haben diese Welt auch gesehen. Sie haben sie ge gespürt. Sie haben sie gehört. Aber soweit ich weiß, hat sich das Volk ja an sich so verändert, dass es sich gegenseitig umgebracht hat. Ja, also es muss irgendeinen Grund gegeben haben, warum die Lichtelfen gesagt haben, sie verlassen diesen Ort. Sonst hätten sie ja hier bleiben können. Aber offensichtlich hat ihnen das nicht gereicht. Sie konnten nicht zurück und hier bleiben war vielleicht auch keine Möglichkeit, also sind sie weitergegangen und dann sind sie natürlich mit dem Bardock in Berührung gekommen und da fingen sie an, sich gegenseitig und ja. Aber wenn Und man solch einen die Ort. Geschichten erzählen, dass sie zuerst überhaupt gar nicht, also die Elfen überhaupt nicht bewusst haben, was Tod überhaupt ist, wenn ihr jetzt schon von Tod sprecht. Also. Ja, sie haben das halt vielleicht nicht verstanden, ne? Ja. Wenn sie hier alles gesehen haben. Das glaube ich auch. Sie haben Sie gesehen und verstanden erfahren, aber sie haben es nicht verstanden. nicht. Sie wollten es, vielleicht wollten sie es verstehen, sind deswegen weit den Schritt weitergegangen. Und Neugier. wer weiß, was halt, wie die Welt war, als die Elfen aus dem Licht getrennt sind. Vielleicht war sie noch nicht so dunkel, wie sie jetzt war. Ich weiß, wir Menschen, das weiß ja niemand so wirklich. Also die Spuren des Daseins in diesem Lied sind so alt wie das Licht selbst, würde ich sagen. Ja. Also das werden sie schon immer gespürt haben, aber scheinbar war es trotzdem zu faszinierend.
diesen Ort zu verlassen und weiterzuziehen. Und vielleicht ist es ja auch das, was wir heutigen Elfen denken und vermissen, dass sie diesen Schritt nie hätten machen sollen, sondern einfach da bleiben, wo sie sind oder zurückgehen und nicht weiter in die Welt gehen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, warum die Elfen diesen Ort bewacht haben, wenn man hier alle möglichen Menschen hier reinlässt. Ein Schwarzmagier, jeder Schwarzmagier würde sich die Finger lecken nach dem Ding hier. Jeder Mensch würde durch diesen Ort verdorben werden. Deswegen gehören wir nicht hierher. Wahrscheinlich auch jeder Elf. Das weiß ich nicht. Was sollen wir denn mit so einem Ort? Also das kommt vielleicht auf die Elfenart an, aber das ist ja nichts, was einem was. Vielleicht denke ich dazu naiv, aber ich wüsste jetzt nicht, was mir das bringen sollte, außer dass ich weiß, wo die Rehe des Nachts schlafen. Dann kann ich sie einfacher jagen, aber das will ich ja gar nicht, also bringt mir das auch nichts. Ja, aber Menschen denken halt anders als Elfen. Ne? Wenn ich weiß, wo die Rehe schlafen, kann ich sie da töten und damit störe ich dann aber das Gleichgewicht, wenn ich zu viele töte. Keine Ahnung. Also oder so das sind halt das... die einfachen Sachen, ne? Aber ich weiß ja nicht, was alles in diesem Lied ist, wenn es die gesamte Weltgeschichte ist. Wen interessieren denn Rehe? Wenn hier wirklich alles gesammelt wird, dann kann man irgendwann... Aber Rehe und Hirsche und Wildschweine. Das ist einfach viel zu viel, und dass man das Eulen. Nutzen... Dass ihr wirklich alles sammelt, dann kann man auch alles verwerten. Also alles so. Aber die Frage ist auch, ob dieser Ort weiß, warum die Sterne vom Himmel fallen und ob wir den Wechsel eines Zeitalters vor uns haben. Das wäre ja auch spannend zu wissen. Also, und schon ist es spannender als nur Rehe und Eulen. Aber es hängt ja alles zusammen, die Rehe und die Eulen und warum die sich anders verhalten und warum die Sterne vom Firmament fallen. Das hat ja alles einen Zusammenhang. Das ist ja nicht getrennt voneinander, wenn sondern man alles sammeln kann, Logik. Alle Informationen hier zusammenlaufen, dann kann man auch alles herausfinden. So ich alles. Glaube, das würde jeden menschlichen Verstand und wahrscheinlich auch jeden elfischen so überfordern, dass man wahnsinnig werden würde, ja, davon rede wenn ich man doch alle die ganze Elfen Zeit. Hätte. Ja, wir haben es ja draußen gemerkt, wenn man jetzt wirklich in diese Melodie eintaucht und das alles auf einen einprescht, weil man nicht darauf vorbereitet ist, so wie wir draußen. Oh, länger hätte ich es ja draußen fast nicht ausgehalten. Das war einfach überwältigend und zu viel. So viel Wissen gehört einfach nicht in einen einzigen Kopf. Ja. Seri klopft Chayari so auf die Schulter. Langsam beginnen die Menschen zu verstehen, was wir meinen. Ja, ich glaube aber, die entscheidende Frage ist schon gestellt worden. Und jetzt? Ich versuche jetzt nochmal das mit der Harfe, dass ich die spiele und gucke, ob ich irgendwie mich auf das Lied konzentrieren kann, das uns hierher gerufen hat. Ja, du spielst auf der Harfe, versuchst dich auf das Lied einzustimmen und spürst dann so, wie er astrale Energie durch deinen Körper schießt und du dieses Lied quasi einsaugst mit der Harfe und eins wirst mit dem Lied und dann vor deinem geistigen Auge diesen Wald sichtbar wird mit riesigen, also da sind diese großen Bäume hier klein dagegen, riesenwüchsige Bäume, strotzend vor Leben und irgendwo in diesen Bäumen ein Punkt, der dieses Lied ausstößt. Und näher heran kommst du an dieser Stelle nicht. Du kannst dem folgen und weißt, das Tal, was ihr sehen könnt vom Wipfel oben, von der Plattform aus, das da ist es. Ja, es scheint so, dass wir tatsächlich noch weiter müssen Richtung dieses Tal. Wir werden dort auf Bäume stoßen, die gefühlt bis zum Himmel reichen. Und ja, ich weiß nicht, was ihr dafür... Ich glaube, ihr habt so Heiligtümer in eurer menschlichen Welt. Vielleicht sind die ähnlich. Also sie wirken sehr, sehr groß und sehr heilig und sehr alt. Und da müssen wir hin. Und da am Ende scheint die Quelle des Liedes zu sein. Also hier ist auf jeden Fall noch nicht der Ort, wo wir
das Ziel finden, sondern wir müssen noch weiter. Na dann, und Lumen steht wieder auf. Wir sollten Wollen wir erst noch direkt ein bisschen weiter? rasten und dann wieder raus in diesen Wind. Ja, da werden wir wohl durch müssen, weil wir wissen da jetzt grob, was uns erwartet. Guck mal grob nach dem Sonnenstand. Ja, es würde sich anbieten, langsam irgendwie ein Nachtlager wieder einzurichten. Gut, dann übernachten wir hier Ist und zumindest ein sicherer Ort hier. Ja, ich hoffe. Okay, dann Und ich, übernachten wir hier. wenn hier keiner den Verstand verliert. Ich höre nur eine Melodie, wie Ich als würden schau wir mal kämpfen. zu Hilberto. So krass ist es nicht. Hilberto hält so die Hände hoch. Also ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Also ich bin weit weg davon, den Verstand zu verlieren. Ich habe halt keine Ahnung, wie es geht. Ich hätte das mit der Harfe auch nicht hingekriegt. Ich denke, die eine Nacht wird jetzt uns schon nicht von den Füßen hauen. Ich würde vorschlagen, wir machen wieder Doppelwachen. Das ist ein guter Plan, ja. Und zumindest haben wir es hier windstill. Das ist richtig. Ja, wenn ihr Wachen aufstellt und so, es passiert nichts hier in der Nacht. Ihr schlaft einen sehr gerechten Schlaf, sehr, sehr gute Regeneration für euch. Es ist sehr, sehr tief und sehr heilsam und man fühlt sich am nächsten Morgen deutlich stärker und energetischer, wenn man aufwacht. Vielleicht schlaft ihr auch alle ein bisschen zu lange, weil es so gemütlich ist und weil es so gut tut. Und dann geht es wieder auf den Weg Richtung des Tals. Lange müsst ihr laufen, durch die Winde zunächst, aber als ihr das Tal erreicht, klingen die Winde dann irgendwann auch ab und als ihr dann das Tal heruntersteigt, sieht man schon, hier ist das, also hier, weiß ich nicht, hier ist irgendetwas mit der Natur entweder total super krass in Ordnung oder zu über in Ordnung. Auf jeden Fall wächst hier alles zunächst mal relativ normal. Und je weiter ihr dann in das Tal vordringt, desto größer und mächtiger werden die Gewächse. Sowohl die Büsche und das Gras als auch die Bäume. Immer größer wird alles. Und ihr stoßt auch auf Tiere. Zunächst auf ganz normale Tiere. Dann werden sie immer prächtiger. Und gerade für Jayariel, die ja auch als Jägerin sich verdingt hat. Also so prächtige Rehe und Hirsche hast du noch nie gesehen, quasi. Also das sind die bestgenährtesten und fittesten Tiere, die du jemals gesehen hast. Auch gar nicht richtig scheu, die kommen auch in eure Nähe. Und wenn ihr die jagen wollt, könnt ihr es natürlich machen. Wollt ihr? Proviant habt ihr noch ohne Ende? Nein, ich würde die eher so mit denen reden. Gucken, wie es denen so geht, was sie so treiben, wo sie hier wohnen. Ja, also wenn du dann dein magisches Lied anstimmst und versuchst dich mit den Tieren zu unterhalten, merkst du, die reden so einen ganz merkwürdigen Akzent, den du kaum verstehen vermagst. Also du kannst sie verstehen, du kannst mit ihnen reden. Und die verstehen gar nicht genau, was du von ihnen möchtest. So, die sind halt. Also es ist so ein bisschen, die sind pur und rein und verstehen gar nicht, was ihr seid und was das Ganze soll und warum du jetzt mit denen reden willst und so. Und Okay, dann lasse ich sie einfach wieder so weiterziehen und sag halt einfach nur, dass wir hier auf der Suche nach was sind und ja, auf der Durchreise.
Je weiter ihr vordringt in das Tal, desto größer werden halt auch die Tiere. Und irgendwann ist es dann wirklich so, dass ihr auf der Ebene seid, wenn ihr den Film kennt, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, kennt ihr den? Wo die dann irgendwie durch den Garten laufen und dann die Gräser so als Bäume vor ihnen sitzt, irgendwie diese Auswüchse hat es dann irgendwann. Das Gras ist wie ein Baum und die Bäume sind wirklich, wie Shayaril es beschrieben hat, gehen bis zum Himmel. Riesig, alles ist riesig hier. Was zum... Ich möchte keiner Ameise begegnen. Ich möchte, glaube ich, keinem Tier begegnen. Ich meine Ameise. Okay. Hat irgendjemand eine Idee, wie man sich jetzt hier orientiert, dass wir unsere großen Bäume finden? Naja, wir folgten dem Lied. Meint Lied sie? Folgen? Also am besten geht ihr Elfen vor und leitet uns. Es hat ziemlich viel an Geräuschen. Die großen Vögel sind ja doch ziemlich laut. Und bitte bleibt alle dicht beieinander. Ja. Es gibt sowohl große als auch kleine Tiere. Also ihr findet auch weiterhin kleine Insekten, so in eurer Größe, eurer gewohnten Größe, als auch wirklich auch große Ameisen, die euren Weg kreuzen, von denen ihr euch fernhaltet anscheinend, weil, ehrlich, wahrscheinlich. Und aber hier scheinen alle irgendwie in einer Symbiose zu leben. Sowohl kleines Getier als auch großes Getier. Und als ihr die nächsten paar Graszweige beiseite biegt und euch den Weg bahnt, blickt ihr irgendwann auf eine große Lichtung, die aus einem Gemälde zu entsprungen zu sein scheint. Und alles pulsiert, auch hier voll Leben. Armdicke Regenwürmer durchflügen friedlich den Boden. Falter und Bienen, einige so groß wie euer Oberkörper, flattern emsig um die riesigen Bäume herum. Menschengroße Singvögel picken kopfgroße Baumfrüchte vom Boden. Und eine Herde pferdegroßer Rehe grast friedlich auf einer Wiese. Aus dieser Idylle erhebt sich ein imposantes Gewächs heraus, ein gewaltiger Baum, offenbar das Herzstück dieses Waldes. Also doch endlich unser Ziel. Sieht danach aus. Die Bienen sind ja gewaltig. Fast so groß wie Geier. Schon ein bisschen angsteinflößend. Wie gesagt. Wir bleiben zusammen. Mhm. Aber lasst uns schnell zu dem Baum hin. Alricio, der dafür ein Auge hat, schaut sich den Baum von hier aus an und meint, es müssen mehrere hundert Schritt Höhe sein. Oder halt eben nicht, weil ich bin nur ein paar wenige. Jedenfalls ist der Weg bis dahin auf jeden Fall noch ziemlich weit. Und die Sonne ist auch schon wieder ein bisschen fortgeschritten und ihr könntet eine gute Pause gebrauchen. Dann sollen wir kurz Pause machen? Ich glaube, es ist fast eher Zeit für Nachtlager schon, oder? Oh, ich weiß nicht, ich habe so kaum Zeitgefühl hier. Oder? Vielleicht laufen wir noch ein bisschen, bis wir den Fuß des Baumes erreichten, irgendwie bis zum Anbruch der Nacht. Und so, jetzt sind wir so nah dran und dann machen wir morgen den Aufstieg. Ja, ich fände das auch gut, weil wenn es nämlich jetzt irgendwann anfängt zu regnen und wir hier so auf der, also wenn die Tropfen auch so groß sind. Wenn ich das dann Blitz einsteckt in den Baum nachts, das wäre auch nicht so gut. Das ist auf jeden Fall hier das Höchste. Besser in den Baum als, obwohl, wenn da oben Blitz einschlägt, dann ist uns das, glaube ich, hier unten ziemlich egal. Hm. Ja. Ich habe auf jeden Fall ziemlich gute Laune, je näher ich zum Baum komme und freue mich irgendwie und denke so, ach, ich würde am liebsten hier bleiben. Ich glaube, die Laune strahlt so aus und während alle so eher verunsichert bin ich so, dup-di-dup-di-dup. Was für ein toller Ort. Ich lehne mich dann so zu Tashmiru. Du solltest deinen Dattelschnaps kontrollieren. Meinst du? Mach ich gleich. Ja, sie ist ein bisschen gut drauf, aber
Eigentlich hätte ich den Rucksack immer zu und hinten und sie lief doch Das war Spaß. vorne. Ja, ich meine, ja, stimmt eigentlich, weil sie trinkt ja kein Alkohol. Ich glaube, sie würden wäre danach aber so drauf. Ja, ihr lagert am Fuß des Baumes und macht euch am nächsten Tag an den Aufstieg. Die dicken, knorrigen Äste sind ja fast wie ein Gebirge, aber man kann sie erkraxeln. Sich an Farnen und Moosen festhaltend, kann man da ziemlich gut hochklettern. Und ja, immer wieder halt auch auf so Ranken und Ästen entlanglaufen, wie auf einer Art Straße, die sich so nach oben windet. Und irgendwann, als sie dann so da lang lauft, läuft Shayariel ja wahrscheinlich wieder vor mit Siri zusammen, oder? Und dann meinst du zunächst, dass die Borke unter deinen Füßen etwas seltsam knarzt. Aber dann wird dir bewusst, dass nur du dieses Geräusch hören kannst, weil Siri irgendwie das nicht gerade tut und alle anderen anscheinend auch nicht. Und wenn du sie drauf ansprichst, sagen auch alle, nö, keine Ahnung, knarrt. Und dann lauft ihr weiter und irgendwann bekommt dieses Knarzen unter deinen Schritten einen Rhythmus und du konzentrierst dich ein bisschen mehr darauf. Und irgendwann ist dir klar, es ist sehr, sehr langsam, aber das klingt wie eine Stimme. Okay, ich versuche mal genau hinzuhören, ob ich irgendwas verstehen kann, was mir diese Stimme sagt. Und wenn ich es so nicht hören kann, würde ich Tashmeru nochmal um die Harfe bitten. Ja, du konzentrierst dich darauf und in dem Moment, wo du deinen Geist halt irgendwie aussendest, so in die Natur und sich darauf einlässt, hörst du diese tiefe, dröhnende Stimme und fühlst in dir so eine eigentümliche Wärme, ein fast körperlich spürbares Gefühl von Alter und von Weisheit. Höre ich auch Worte oder habe ich nur dieses Gefühl? Shayariel bleibt nur einmal stehen, singt irgendetwas vor sich hin und es dauert unendlich lange, wie sie da steht und singt und ihr lauft halt währenddessen nicht weiter. Machen die anderen erstmal? Ich gucke Siri an und frage, weißt du, was sie da macht? Die scheint mit irgendetwas zu reden. Kannst du verstehen, was? Kannst du übersetzen? Nein, nicht wirklich. Und wie lange dauert das? Ich weiß nicht. Jetzt wohl schon eine Weile. Ich gucke noch mal nach oben zu diesem schier endlos hohen Baum. Ja, du hast Gibt's das vielleicht. Gefühl, dass irgendwo da oben so ein die Äste so merkwürdig gerade wachsen. Irgendwie so sieht so fast so aus, als wäre da oben so eine Art Plateau oder so. Sieht zumindest von unten aus. Wahrscheinlich trotzdem endlos weit oben. Ich fühle mich ein bisschen abgehoben und während ich so weiter versuche, so mit dem Wesen Kontakt aufzunehmen, sage ich den anderen nur, dass ich genau, ja, ich irgendwie scheint hier eine Wesenheit zu sein und ich versuche irgendwie Kontakt aufzunehmen und zu hören, was sie sagt. Ich Kannst du vermute, der währenddessen Baum. gehen? Nee, reden nicht so schnell. Okay, es ist, Kann der hier hier. kaum folgen. Ich versuche. Ich glaube, wir müssen kurz Pause machen. Ich kriege das nicht gleichzeitig hin. Also versuche ich nochmal ganz langsam zu reden und zu sagen: Langsam. Ich bin Shayariel und wer seid ihr? Okay, seid ihr der Baum? Das
ist eine gute Frage. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ich wende mich zu dir an. Ich glaube, wir können schon mal langsam weitergehen, weil dieses Wesen wird noch ein bisschen brauchen, um zu denken. Also Okay. offensichtlich ist, ja. Reden nicht so schnell. Verstehe ja kein Wort. Okay, dann lass uns gehen, sonst kommen wir oben nie an. Also, genau, ich oder müssen sagen, wir vielleicht gar nicht hoch? Okay, ja, wenn da wir gehen hoch. Plateau ist, lass uns mal da hochgehen und ich versuche währenddessen weiter mit Bura rum zu Soll ich kommunizieren. dich Huckepack nehmen oder so? Dann kannst du dich auf das Reden Nee, konzentrieren. das geht, glaube ich, schon, dass ich das gleichzeitig mache. Ah, okay. Also Berboja ist der Name, wenn man es langsam, also schnell spricht. Berboja. Es ist Istira für Lebensbaum. Ja. Also ein elfischer Name. Ja. Was machst du denn hier? Ich versuche so langsam wie möglich zu kommunizieren. Wir haben ein Lied vernommen und versuchen, den Ursprung zu finden, und deswegen sind wir auf dich gestoßen. Ah. Und wo kommt ihr her? Wir kommen als Gruppe aus verschiedenen Orten, Diris. Ich komme aus dem Reichsforst, aus Was ist denn genau. ein Reichsforst? Das ist, also dieses hier ist ja so ein sehr großer Wald, und der Reichsforst ist so ein kleiner Wald, ein sehr kleiner Wald, und da wohnen viele Elfen. Also im Vergleich dazu ist es, die Bäume sind klein, nicht so groß. Kannst du das genauer beschreiben? Also da. Was gibt's denn da so alles? Also da, wo ich herkomme, gibt es eine Insel, und da wohnt meine Sippe. Und da gibt es Eine Flüsse. Insel. Ja, im Wald umgeben von Flüssen. Und dann gibt es viele verschiedene Bäume, Laubbäume und Nadelbäume, Birken und Ahornbäume und Eichen und ganz viele. Nüsse Und dann gibt's gibt auch? Nüsse gibt's auch, und es gibt auch Nein, Tiere. keine Nüsse. Flüsse. Flüsse. Ja, Flüsse gibt es auch. Verschiedene. Und Quellbäche und kleine Wasserfälle. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Aber nicht so beeindruckend wie dieser Wald. Und es gibt Tiere, aber die sind nicht so groß. Es gibt Bienen, die sind vielleicht so groß wie mein Zeigefinger. Und es gibt Rehe, die sind auch so groß wie ich. Und wer sind die, die da auch mit dir reisen? Wir haben uns zufällig getroffen. Wir wurden zusammengeführt, um diese Aufgabe miteinander zu lösen. Also, das eine ist Lumin, und dann haben wir Datashmeru und Ariccio. Welcher von Und denen ist Lumin? Das ist ein lustiger Name. Ich spreche Lumin an. Kannst du mal winken? Hä? Wem? Oder was? Einfach mal sagen, dass du Lumin bist. Hallo, ich bin Lumin. Langsamer, du musst Hallo, langsamer reden. Lumin.
Verstehe ich das? Ja, du verstehst es, ja. Okay. Wow. War das auf Elfisch das Hallo oder war das auf Garethi? Das ist irgendwie eine sehr eigenartige Art. Du hast irgendwie eine Melodie, eine ganz tiefe, dröhnende, brummende Melodie wahrgenommen und hast sie aber verstanden. Okay. Okay, und mit dem kommunizierst du gerade? Ist der schon derjenige, der Hilfe braucht? Nein, das ist das der Lebensbaum, auf dem wir uns gerade befinden. Wir reden mit dem Baum? Ja, offensichtlich rede ich mit dem Baum. Und du Na, auch. ihr redet mit Bärbuja. Also, Bebuja. Mit, ja, das ist der Lebensbaum. Also Bebuja, mit dem reden wir. Freut mich, Bärbuja. Sag mal, gibt es, Bärbuja, gibt es einen Langsamer, schnelleren? langsamer reden. Langsamer reden. Gibt es einen schnelleren Weg zu dir in die Krone? Ihr seid doch schon so unglaublich schnell. Wieso noch schneller? Hätte ja sein können. Danke, danke trotzdem. Okay, lass uns gehen. Ich stelle dann noch die anderen vor. Also ich sage dann noch, das ist Snorri und das ist Magister Silberhaar und das ist Adepta Tassia und das ist Hilberto Castellani und das ist Siri. Oh, also der bestellt sich dann bei allen vor und alle können ihn dann hören. Wo kommt ihr denn alle her? Erzählt mal was von euch, wenn ihr hier schon so bei mir seid. Es ist ja voll sehr lange her, seit ich mit irgendwem gesprochen habe. Also einer von euch sollte ein bisschen den Anfang machen und mal was erzählen. Reichsforst habe ich schon gehört, aber mit dem Namen kann ich nichts anfangen. Aber da gibt es anscheinend Bäume. Das ist gut. Lumin, Tashmeru, wollt ihr? Ja, ich kann. Und Tashmeru redet dann natürlich auch entsprechend langsam. Wo ich herkomme, gibt es nicht so viele Bäume. Wir haben so kleine Inseln, da gibt es Bäume und der Rest ist sehr, leider sehr viel Steine. Das nennt sich Stadt. Das ist so ein, ja, eine Siedlung von Nicht-Spitzohren, von Menschen. Und das ist im weit im Süden. Muss man viele Tage reisen, bis man da ankommt. Da gibt es So auch Sand und es schnell. ist warm. So schnell, ja, wenn man sich langsam bewegt, dann kann man auch, das ist die Frage, wie schnell man da hinkommt, ob man jetzt zu Fuß geht, mit dem Nein, Pferd reitet Taschmero, oder mit dem Wagen. Viele viele Tage Tage. sind für ihn sehr schnell. Ja, es ist halt einfach schnell. Ja. Wir Menschen leben nun mal schnell, schneller. Und gibt's auch Bäume, wo du herkommst? Ja, es gibt ein paar, das nennt sich Parks, das sind dann die Bäume. Pflanzen, es gibt aber auch ein paar Wälder. Aber das sind Oh. ganz andere Pflanzen. Haben Das die ist auch sehr Namen? schön. Haben die Namen? Einer heißt, das ist so auch so ein Nadelbaum, Zypresse. Ja. Heißt der. Und Taschmür nennt auch so ein paar andere Bäume, die in Pflanzen, die im Süden vorkommen. Und wo kommt Lumin her? Lumin, der Name ist lustig. Was ist an den Namen lustig? Er klingt lustig. Freut es mich, Lumi. dich zu amüsieren. Ich komme aus Weiden, das ist ein Landstrich. Eine Weide ist ein Baum. Das ist korrekt. Und Weiden ist der Landstrich, aus dem ich komme. Und gibt es da auch Wälder mit Weiden? Vor allem viele Wiesen mit Hügeln, aber auch einige dichte Wälder, ja. Und Flüsse?
Es gibt einen Fluss, den Rathiel. Er fließt quasi direkt an meinem Heim vorbei. Oh, der Rathi. Er fließt Den direkt kenne auf den ich. neuen. Oh, den kenne ich. Der Rathiel, der ist ein ziemlich heiteres, lustiges Kerlchen. Das passt ja. Okay, er fließt vor allem aus in den neuen Augensee. Oh, den kenne ich auch. Der ist tief. Keiner konnte bisher messen, wie tief. Wart ihr auch schon mal bei der Silberbuche? Bei der Sil also ich weiß nicht, ob wir bei der einen Silberbuche waren. Ich denke nicht. Und wo kommt der schweigsame Herr da drüben her, der neben Lumin steht? Auch eine Stadt. Stadt. Ja, so wie Tashmeru. Stadt sagt mir nichts. Ja, Grangor. Grangor. Habt ihr Wälder in Grangor? Nein. Oh, das muss sehr trostlos sein. Aber wir haben ganz viele Weinberge drumherum. Weinberg. Ja, Weinberge. Haben die einen Namen? Campo Giorgio, Campo di Caletti. Oh, das klingt musikalisch. Ja, so sind wir. Schön. Schön. Und jetzt, was macht ihr hier? Ihr sucht was. Wir suchen jemanden. Oh, vielleicht sucht ihr ja mich. Hast du um Hilfe gerufen? Nein, warum sollte ich? Wir suchen jemanden, der um Hilfe gerufen hat. Auf dieser Welt ruft ständig irgendwer. Dieser eine hat aber Und dann zumindest will für ich uns. helfen und mache mich auf den Weg, und wenn ich ankomme, ist da nichts. Du kannst dich bewegen. Ja. Das heißt, du warst schon mal von hier weg? Ja. Aber ich bin ja ein gemütlicher Verboja inzwischen. Bin ja ein bisschen eingerostet. Ist ja auch am schönsten zu Hause, nicht wahr? Merkt man gar nicht, du siehst doch so fit aus. Wo warst du denn schon überall? Ja, zum Beispiel bei der Silberbuche. Eine Die Silberbuche. ist ganz schön schön und anmutig und frisch. Vielleicht solltet ihr sie mal wieder besuchen. Ja, sie ist mir, glaube ich, ein bisschen sauer aufgestoßen beim letzten Mal. Und warum denn das? Ich war etwas zu forsch. Oh, das geht? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Glaube ich zumindest. Es ist schon lange her. Vielleicht wollte sie es lieber langsam angehen lassen. Das kann sein. Ich warte ihr ja auch zu groß. Ja, das wäre auch möglich. Ich weiß es nicht mehr. Aber schön, dass es noch den Silberbuche noch anscheinend wisst ihr, wovon ich rede. Kriegt ihr denn hier oft Besuch? Also hier sind ganz viele. Hier ist ständig Besuch. Und auch solche wie wir? Also hier
Spitzohrige waren hier auch schon mal, ja. Also ist das lange her? In deiner Zeit oder war das schnell? Sie sind für ein kurzes Weilchen geblieben. Dann sind sie weitergezogen? Ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben. Sie haben irgendwas in meinem Kopf gebaut. Sie haben was gebaut in deinem Kopf? Mhm. Ist das dann noch? Weiß ich nicht. Kann auf meinen Kopf nicht richtig drauf gucken. Dann schauen wir da einmal nach, ob da noch was ist. Könnt ihr gerne machen. Seid ja ganz freundlich. Ist denn dort in deinem Kopf noch irgendjemand? Und Lumen glaubt nicht so richtig, was er gerade gefragt hat, aber. Also, da ist ein Dorf. Lebt da denn noch jemand? Kannst du dich damit. Ja, natürlich. Ganz viele Djinne und Dryaden und. Es gibt auch einen Ameisenhaufen. Djinne und Dryaden und ein Ameisenhaufen. Okay. Verdammt. Mhm. Ist irgendjemand neu hinzugekommen? Ja, ihr. Nein, außer uns vorher so. Ja, die Spitzohrigen waren ja für eine Weile hier. Die waren ganz freundlich. So wie Shayariel. Ich habe zuerst gedacht, ich würde dich kennen, Shayariel. Du hast mich an eine alte Freundin erinnert. Oh, wie heißt sie denn? Amalaya. Ja. Sie hat Stufen aus meinem Stamm gezaubert. Das. Und irgendein magisches Ding gebaut daraus. Ein Schiff? Ja, ich weiß es nicht. Sie ist davon geweht irgendwann und kam nicht wieder. Vielleicht ist es sie, die wir suchen. Aber das könnte. Aber sie ist ja nicht hier. Naja, aber vielleicht können wir von hier aus weiterschauen, wo sie sein könnte. Ich glaube, das ist so lange her, dass wir nichts mehr von ihr finden werden. Ich wünsche euch auch einen angenehmen Aufstieg. Dankeschön, euch noch einen angenehmen. Ihr seid freundlich. Noch einige angenehme Jahre und Jahrzeiten und Jahrhunderte und Jahrtausende. Wenn ihr mich braucht, sagt ihr Bescheid. Aber du hast momentan keinen noch irgendwie in deinem Kopf, mit dem du dich unterhalten kannst, der vielleicht irgendwie spitzohrig ist, wie du es genannt hast? Spitzohrige sind hier keine mehr. Hm. Also zwei. Zwei? Ja, Siri und ich. Achso. Okay. Okay, danke dir. Das heißt, wir gehen erstmal. Das heißt, wir gehen das Ganze umsonst da hoch? Ne, da oben ist ja ein Dorf und ich denke, dass. Grüßt mir die Djinne. Was sind Djinne? Also ich kenne irgendwelche Geschichten aus dem Süden darüber, aber. Professor Silberhaar meint, räuspert sich in meiner. Djinne sind Elementargeister. Okay, passt nicht zu den Geschichten, die ich gehört habe. Baumgeister und Elementargeister. Okay. Könnte da einer von um Hilfe gerufen haben? Möglich. Ich denke nicht. Ich dachte bisher, also es war ja eindeutig ein Elfenlied, das um Hilfe gerufen hat. Also müsste es ja irgendwo ein Elf sein. Und wenn der Baum nicht weiß, dass dieser Elf auf seinem Kopf existiert. Hier ist kein Spitzohr mehr. Aber einer hat um Hilfe gerufen. Aber hier ist nur noch ihr, also die Spitzohren, die du schon kennst.
Ich denke, wir sollten trotzdem weitergehen. Vielleicht finden wir was heraus, was mit Amalaya passiert ist. Irgendwo im Blätterdach müsste es ja sein. Genau, da oben sollte irgendwo ein Dorf sein. Ja, und ich schätze mal, dass wir von da oben auch eine richtig gute Aussicht haben werden. Jetzt sind wir da von oben. Noch mehr wie von dem Plateau. Genau. Wenn wir aus einer Krone herausgucken können, dann ja, bestimmt. Ja, das werden wir dann sehen. Also, das Lied sagt, auf. Willst du nicht hier weitergehen? Und, können wir mit diesen Naturgeistern reden? Mit den Dryaden konnten wir doch auch reden. Also, man kann mit Naturgeistern reden, meint Hilberto. Also, wenn sie hier vorkommen, dann. Oh, ich bleibe dabei. Gut, dass die Elfen diesen Ort beschützen. Hm. Sind sie gefährlich? Auf irgendeine Art und Weise? Wenn man sie. Also, die meisten Magier benutzen Naturgeister als. Naja, Diener. Als Werkzeug. Man sollte sich natürlich auch nicht verärgern. Also so wie Pferde oder Jagdhunde? Vergleichbar, mhm. Ja. Es gibt ganze magische Zweige, die sich darauf spezialisiert haben, auf elementare Magie und die Beschwörung elementarer Diener. So wie ich die astralen Netze hier wahrnehme, muss dieser Baum vielleicht, also dieses Wesen, mit dem wir hier reden, vielleicht ist das auch eine elementare Kraft. Zumindest ist dieser Baum von ziemlich viel Astralenergie durchflogen. Was ist Astralenergie? Das ist die magische Kraft, die wir nutzen, um Zauber zu weben. Man kann sie sehen, wenn man weiß, wie. Also wir. Ihr wahrscheinlich nicht. Also das ist quasi stoffliche Kraft, ja? Also, jein. So, wie Milch. Ja, wenn ich viel Milch trinke, werde ich satt. Kann ich mich von ernähren. Kann ich Dinge tun den ganzen Tag. Das irgend, ich weiß, ist eine Metapher, also oder ein Vergleich. Ach, ihr wisst, was ich meine. Passt nicht ganz. Aber so ähnlich. So ähnlich reicht mir. Ja. Dann macht ihr euch auf den Weg weiter nach oben. Und braucht natürlich dafür mehr als einen Tag, um da hochzuklettern. Irgendwann passiert aber Shayariel, die wieder vorläuft, natürlich etwas Eigenartiges, was ihr auffällt. Und zwar während du auf diesem breiten Ast vorläufst, spürst du, wie einmal so ein bisschen Wind durch die Blätter raschelt. Und auch den Ast, auf dem ihr lauft, ein bisschen zum Schwingen bringt dadurch. Und konzentrierst dich gerade darauf, irgendwie den Tritt zu behalten und warnst die anderen, die hinter dir laufen, weil du weißt, dass die Menschen da wahrscheinlich vielleicht runtergeweht werden, so komisch wie die wie die sich benehmen hier in der Natur. Und als du dich aber wieder nach vorne wendest und wieder nach vorne siehst, hast du den Eindruck, dass dieser Ast wesentlich dünner ist als eben noch? Nicht so dünn, dass ihr nicht mehr drauf laufen könnt, aber er ist auf jeden Fall dünner als eben. Beburja versucht den Lebensbaum mal anzusprechen. Keine Antwort. Sind wir noch richtig? Sind wir noch auf dem Lebensbaum? Ja, also wenn es nach dir geht, auf jeden Fall. Ich drehe mich mal um und sage zu Lumin, also
Irgendwas geht hier schon wieder vor sich. Nachdem wir das mit den Schattenwölfen und diesen Winden erlebt haben, bin ich mir nicht sicher, ob wir uns gerade noch auf dem richtigen Baum befinden. Also, wir haben ja keinen anderen Ast betreten oder sowas. Ja, aber der Ast vor uns ist viel dünner geworden gerade. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Ich bin euch bisher immer gefolgt. Ich habe nicht geguckt, ob der sich da vorne verengt. Aber wir können dann auch drauf laufen, oder nicht? Ja, wir können noch drauf laufen, aber ich möchte jetzt hier auch nicht abstürzen. Und es wird ganz schön windig. Ich glaube, niemand möchte hier abstürzen. Vielleicht Vielleicht sollten sollten wir wir uns. uns aneinander binden, damit wir, falls einer herunterfällt, ihn auffangen können. Vielleicht Eine nicht gute Idee. aneinander, aber irgendwie aneinander und am Baum. Naja. Also, Ja, wenn also. wir uns hier aneinander binden, ja, und Snorri fällt runter, dann werde ich ihn nicht auffangen, dann werde ich auch mit runterfallen. Wir sollten irgendwelche Sicherungen einbauen, auf jeden Fall. Und wie stellst du dir das vor? Wenn wir auch noch immer Seile um den Ast oder um andere Äste machen, dass wenn jemand runterfällt, dann hängen wir erstmal im Seil. Ich weiß nicht, ob wir genug Seil haben, um uns zu binden und dann noch ein Seil, um diese doch sehr dicken Baumstämme hier zu wickeln. Können wir uns vielleicht Naja. einfach darauf einigen, dass wir hier nicht runterfallen? Ja, das Ich meine, sowieso. wir notfalls ja auch noch Steigeisen und Kletterhaken Wäre und mittlerweile auf jeden Fall ein sehr tiefer Stoffennetze. Fall. Also, ich würde mich in Anbetracht dessen, dass dieser Wald bereits mit uns, also dieser Baum bereits mit uns gesprochen hat, gegen Steigeisen und Kletterhaken aussprechen. Ja, aber der Baum antwortet mir auch gar nicht mehr. Also, ja, Wer also, ja. Boja Lumin hier, der mit dem lustigen Namen. Hörst du uns? Er sagt schon selber. Keine Antwort. Vielleicht macht er gerade ein Nickerchen. Das könnte wahrscheinlich was dauern. Also ich verstehe das ja, dass wir keine spitzen Gegenstände nehmen, aber wir sollten uns trotzdem irgendwie sichern. Vielleicht sollten wir auch einfach ein bisschen näher wieder zum Stamm gehen. Dort versuchen, hochzukommen. Dass wir einen anderen Weg hochgehen, vielleicht. Wie Ja, breit nicht ist denn der würdig. Stamm jetzt? Ist der immer noch so, dass man einen Wir sicheren können Tritt immer noch hat? sicher drauf laufen, ja. Also selbst wenn eine Windböe ist, dann können wir mal so einen Seitwärtsschritt machen oder so, um uns nochmal abzufangen oder so, ja? Okay. Weil der Weg zur Ranke da vorne, die du irgendwie hochklettern wolltest, um zum nächsten Ast zu kommen, ist dann doch was schmal, oder meine ich das nur? Wir gehen einfach so lange weiter, wie wir vernünftig gehen können, weil irgendwie müssen wir ja hoch. Okay. Auch wenn der Baum uns jetzt nicht wieder antwortet, aber was sollen wir machen? Jetzt wieder runtergehen? Einfach vorsichtig und aufmerksam weitergehen. Ihr bahnt euch euren Weg weiter und kommt irgendwann auf eine Art Aussichtsplattform an. Vielleicht ist das die, die Lumina gesehen hatte. Man weiß es nicht, weil ihr seid so viele Irrungen und Wirrungen über die Äste gelaufen. Ein bisschen habt ihr das aus den Augen verloren. Aber was hier besonders ist, dass sich jetzt von hier aus, also es sieht wirklich aus wie eine Plattform. Nicht wie ein richtig normal gewachsener Ast, sondern wie eine Plattform. Und von hier aus führen richtige Treppen weiter nach oben, die zwar zum Baum gehören, aber halt auch aussehen wie Treppen. Es Muss wären dieser Mayala oder sowas gemacht Manaya, haben? ja. Scheint hier Aber tatsächlich ein Dorf zu sein, ja. Aber ich glaube, dass sie eine Art Schiff gebaut hat aus den Ästen, also nicht dieses Dorf. Das war schon vorher da. hat in dem Dorf, wo wir, bevor wir hier losgezogen sind, hier in diese Brache reingegangen sind, hat da nicht auch eine Dame irgendwie ein Schiff gebaut? Oder war dabei? Das. Ja, Scheint ja vielleicht so Jairi hatte Jairi dieses hat. Lied, ja. Das Lied war, hat Jair davon erzählt, dass das im Dorf auch gesungen oder im Dorf Ja. mitgeklungen ist. Das ist genau, dieses Lied handelt wahrscheinlich von derselben.
Ja. Amalaya, die hier aus diesem Lebensbaum ein Schiff gebaut hat. Und die Treppenstufen will, das hat der Baum gesagt. Der hat gesagt. Also sie hat erst die Treppen und dann das Schiff gemacht. Dann lass uns doch mal die Das Treppen gehen und schauen, ja. wo sie uns hinführen. Ja. Geht weiter nach oben und als sich die Sonne schon ein bisschen senkt, erreicht ihr tatsächlich eine Art verzweigten Bereich, der sich über mehrere dicke und zahlreiche dünne Äste erstreckt. Und ihr erkennt allenthalben mit Moos bewachsene kleine Hütten und Astlöcher und Baumhöhlen und Pilzschwämme, die offenbar alle als Behausungen dienen. Denn zwischen diesen kleinen Häuschen und Häusern gehen viele kleine Wesen des Waldes einher, wie Menschen auf der Straße von Havena. Da sind anmutige Baumdryaden, schwerfällige und gutmütig wirkende Baumhirten, fliegendes und wie kleine Eichhörnchen umherflitzendes Feenvolk und selbst lebende Blätterwirbel, bei denen es sich nur um Djinne handeln kann. Zumindest vermutet das Professor Silberhaar. Also, du hast gerade Havena gesagt, ja? Also motzen die sich auch gegenseitig an und drohen sich Schläge und so? Ja, teilweise schon. Also zumindest wirkt es so, weil die sprechen alle so eine merkwürdige, komische Sprache, die du nicht verstehen kannst. Manche davon Was? klingen da ziemlich aggressiv und manche drohen sich auch so gegenseitig, wenn du drauf achtest. Das ist mal was anderes. Sind die kleiner als wir? Teils. Manche Okay. sind auch viel größer als ihr. Besonders Okay. die Baumhirten. Und merken die, dass wir da sind? Ja, die schauen sich so nach euch um, aber die scheinen euch jetzt nicht irgendwie groß Beachtung zu schenken. Ihr seid halt auch da. Okay. Das ist ja fast so geschäftig in Palmyra-Bad, wenn Markttag ist. Wow. Also ganz ehrlich, wenn unsere Reise jemand in einen Epos verwandeln wollte, das wird nichts. Das glaubt keiner. Das wird niemand glauben. Ja, und jetzt? Hörst du noch die Melodie, Shayariel? Ja. Ja, ich versuche mich nochmal darauf zu konzentrieren, ob ich irgendwie den Ursprung höre. Ja, er kommt irgendwo von oben weiter. Ja, also es scheint einfach weiter hoch zu gehen. Noch höher? Und er Okay. erkennt auch irgendwie zwischen zwei größeren Häusern, die halt auch alle so aus dem Ast herausgewachsen sind, auch die Treppen, wie die weiter nach oben gehen. Wir heute noch weiter raufgehen, ich weiß nicht, oder wollen wir erst noch mal hier eine Nacht rasten? Zwischen diesem Wahrscheinlich. ganzen Feenvolk. Ich muss sagen, ihr Ja, es wolltet hier ist. schlafen. Nein, ich glaube, hier kann man nicht so wirklich schlafen. Die Frage ist, wie es weiter oben aussieht. Ob die hier ein Wirtshaus haben, wo man einkehren kann? Ein Wirtshaus? Bevor wir hier irgendetwas machen, ja. Wer hat das gerade mit dem Feenvolk gesagt? Das wird Adaptatasia. Adepta, ernsthaft. Wir sind hier massiv in der Unterzahl. Beleidigt die Leute bitte nicht. Das war Bitte. keine Beleidigung, nur eine Feststellung. Ja, es hörte sich trotzdem nicht gerade freundlich an. Das, also ganz ehrlich, das Letzte, was wir hier gebrauchen können, ist, dass die uns hier den Baum wieder runterschmeißen, ja? Hey da! Aus dem Weg! Ich gehe sofort aus dem Weg. Blickst Jawohl, einen wunderschönen Tag, der Herr. dich um und siehst eine bucklige Gestalt, die fast komplett aus Rinde zu bestehen scheint. Hat Kleidung anscheinend an, aus Moos, krächzt dann so vor dich hin. Hat so einen weidegeflochtenen Korb unterm Arm. Ganz viele merkwürdige, schiefe, krumme Warzen verteilt über das knorrige Gesicht, die irgendwie so Pilze darstellen. Steh dir nicht so im Weg rum. Ja, wie gesagt, ich gehe sehr betont, sehr überfreundlich aus dem Weg, mach so eine Geste und sehr wohl einen schönen Tag, der Herr. Bleibt so vor dir stehen, schaut so in dich in die Uhr hoch und runter.
Der Herr, hä? Seid ihr eine Dame? Verzeihung. Sieht man das nicht? Ich bin anatomisch anders ausgestattet als ihr, deswegen kann ich das leider nicht gut vergleichen. Tut mir leid. Wirklich? Zeigt her. War nur ein so, Witz, So an meiner Wange. Haut. Was seid ihr, ein Zwerg? Nein, ihr seid zu groß für einen Zwerg. Mensch. Mensch. Sagt mir nichts. Dann habe ich die Ehre, der erste Mensch zu sein, den ihr seht. Wunderbar. Freut mich. Neu hier? Ja. Schön. Also hier ist mein Weg, also zwischen meinem Haus und meinem Arbeitsplatz. Ich muss nach Hause zu meinem Gatten. Das sei euch gegönnt. Grüßt euren Gatten bitte von mir. Aricio, mein Name. Ganz freundlich. Läuft dann so irgendwie, läuft weiter. Schaut sich dann so ein bisschen so zwischen euch um. Ihr seht ganz schön mitgenommen aus. Wir sind auch weit gereist. Das ist normal, dass ihr so kaputt seid? Was genau meint ihr damit? Wir haben löchrige Klamotten und durch mehrere Angriffe, durch schlechte Witterungsbedingungen, wir sehen wahrscheinlich einfach runtergekommen aus. Das ist mir schon klar. Ich frage sie trotzdem, was meint sie damit? Ihr seht kaputt aus. Also ja, fehlt uns irgendwas? Hat euch irgendein Tier angefallen? Mehrere. Und sind die Wunden versorgt worden? Notdürftig. Ja, das sieht man. Wir sind durch die Wildnis gereist. Damit kommt ihr klar. Habt ihr was unseren Wunden helfen könnte? Lasst mal sehen. Nimmt sich so deinen Arm, zieht den so zu sich runter. Ziemlich ruppig. Ja, ich glaube, da könnte ich ein paar Kräuterverbände machen. Seid ihr eine Medica? Was ist das? Eine Heilerin. Kräuterkunde. Was ist das? Eine Ganzmacherin. Kann ich ganz gut. Mhm. Ja, die Frage ist, ob ihr das auch für Menschen könnt oder für Elfen. Was sind Menschen? Ach so, das sind ihr. Wo ist der Unterschied? Keine spitzen Ohren. Was ist denn eure Arbeit? Also ich spinne Moos. Ah. So. Und ihr könnt ganz machen. Glaub schon. Okay. Was haben wir zu verlieren? Wir können einfach mal mitkommen und gucken, was passiert. Also mein Gatte kann das bestimmt. Der macht unser Haus immer heil. Aber wir sind keine Häuser. Ja, das ist mir aufgefallen. Ja, ich wende mich mal an die anderen, sollen wir es versuchen? Aber unser Haus hat ein spitzes Ohr. Das Haus hat ein spitzes Ohr? Ja. Ja, und ihr tut uns auch nichts? Reibt sich so diese knorrigen Hände so, ich bin mir noch nicht sicher. Was würdet Vielleicht stecke ich euch auch in einen Kochtopf und esse euch. Sicher? Nein, mal Spaß! Ich glaube. Was will ich denn mit einem komischen, wie hieß das? Menschen! Was soll ich denn antun? Warum? Seid ihr. Okay, dann. Weil ihr mir hier im Weg gestanden habt? Also so bin ich da nicht drauf. Das wäre deutlich überreagiert, da habt ihr recht. Ja. Okay, dann wollen wir mitgehen und uns das mal angucken. Wenn du meinst, ich finde es. Ihr könnt natürlich auch kaputt weitergehen, wo auch immer ihr hin wollt. Ja, ich weiß nicht, ist es, wenn ich einen Baum heilen, irgendwas Holz zusammenflicken, ist was anderes als so eine
Ah, kommt, Herr Schmero, es ist ein freundliches Angebot. Ja, es ist ein. Wollt ihr mit der Herrscherin Angebot reden oder warum seid ihr hier? Wer ist die Herrscherin? Und wo ist sie? Balania ist die Herrscherin. Ja. Muss man dafür vielleicht weiter nach oben? Nicht viel. Okay. Und kann die vielleicht sehen? Deutet so auf so ein Haus, also irgendwie, das ist so, schon, sieht schon so prunkvoll aus, so. Viele Blumen dran. Hm. Und Rosen, ist das? Rosenzweig, der da irgendwie so rumwächst. Ist das auch eine Dryade, oder? Also ich bin keine Dryade, aber die schon. Ah ja. Was seid ihr? Ich bin Hildr. Ist das euer Name? Hm. Und? Welche Art seid ihr? Hildr. Okay. Gut. Sollten wir uns erst ganz machen lassen, bevor wir zu eurer Herrscherin gehen? Also wenn ihr so abgeranzt da hinkommt, lassen die euch auch gar nicht erst rein. Okay, dann kommen wir erstmal mit dir mit und ihr zeigt uns, was ihr so drauf habt und dann gucken wir, ob wir mal mit eurer Herrscherin reden können. Wenn ihr das unbedingt wollt. Mhm. Ist die denn so freundlich wie ihr? Ich bin Freund? Oh, vielen Dank. Das müsst ihr meinem Gatten sagen, dass ich freundlich bin. Mach ihr mit. Habt uns zu euch nach Hause eingeladen. Ihr sagt immer, ich wäre dickköpfig. Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Es gibt auch dickköpfige Freundlichkeit. Hm. Hab ich nichts gegen einzuwenden. Faszinierend. Naja, jetzt kommt einfach mal mit und wir machen da so ein paar Kräuter drauf. Okay, super. Finden wir gut. Ja, nehmt euch mit in so einen kleinen Mooshügel, der irgendwie so auf dem Baum drauf wächst, wo so eine Art Verschlagstür öffnet und dann könnt ihr in dieses Moos reinkrabbeln. Müsst euch da wirklich irgendwie klein machen und dann irgendwie da reinkrabbeln. Und dann ist da das Moos so von innen ausgehöhlt und da wohnen die anscheinend drin. Es gibt auch noch eine kleine Kochstelle und. Passen wir denn da überhaupt alle rein? Es ist ziemlich geräumig. Also es sieht zumindest von innen größer aus als von außen. Oh. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass das Moosding halt an dem Baum dran war und vielleicht ist das hier einfach in dem Baum drin. Also ich bleibe mal draußen stehen und brauche tatsächlich auch 1, 2, 3 Sekunden oder so, bis ich den anderen hinterhergehe. Ich bin auch sehr, sehr verdutzt, was das hier alles angeht. Und Snorri steckt so den Kopf als letztes wieder raus. Angst? Was? Nein, Blödsinn, keine Angst. Du hörst nicht hinter Snorri kichern. Nein, aber ist da denn genug Platz? Snorri steht doch hier drin. Wenn der Tofa da reinpasst, passt du auch rein. Es ist so ungefähr das Gefühl, als wenn ihr, wenn ihr das aus Herr der Ringe kennt, wo Gandalf halt in die Hobbithöhle reinkommt, ne? Ungefähr so. Also ihr müsst halt euch schon vor den Dachbalken in Acht nehmen. Mhm. So macht's euch gemütlich. Die Stühle aber nicht kaputt machen mit eurem dicken Hintern. Vielleicht setzen wir uns einfach auf den Boden. Jolk! Jolk! Was denn, Hilde? Es kommt eine sehr kantige, breite Gestalt um die Ecke. Auch in Mooskleidung. Eine riesengroße, dicke Knollnase mit ganz vielen Pilzen drauf. Und vor allen Dingen halt auch so eine zwei große, also übergroße spitze Ohren, die ihm so aus dem Kopf wachsen. Die wirklich fast so groß sind wie der ganze Kopf. Überall aber so kleine Warzen haben dran. Das Gesicht ziemlich zerfurcht und hutzelig. Ziemlich breiter Mund, hat so eine kleine Pfeife im Mund und es riecht hier auch so ein bisschen nach Tabak im ganzen Raum. Ja.
Wer sind denn die? Hast du wieder irgendwelche Tiere mit nach Hause gebracht? Das sind, wie hieß es? Menschen! Menschen! Wir sind, danke für eure Gastfreundschaft. Wir sind Menschen und Elfen. Und, ja. Menschen. Und Menschen Elfen. Und Elfen. Und, ja. Elfen habe ich schon mal gehört. Und das andere sind Menschen. Was sind das andere? Menschen. Menschen. Hm? Kann man es essen? Ihr seid Ohren. War ein Spaß, nein. War ein Spaß, war ein Spaß. Kann man nicht essen. Kann man nicht essen. Kann man nicht essen. Nee, schmeckt nicht. Hast die Kräuter mitgebracht? Klar. Aber die hier müssen ganz gemacht werden. Vielleicht kannst du da mal die Spinnen draufsetzen. Spinnen? Wo sind sie denn? Sind die krank? Ich sehe schon. Schrammen, Verletzungen. Seid ihr hingefallen? Ja, angegriffen worden. Oh. Von Goblins, Baumdrachen, Wölfen, Träumen. Weit rumgekommen, hä? Ja. Goblins. Habe ich auch schon mal gehört. Klein, rot. Und. Ah ja, und Vampire waren auch dabei. Wam, was? Felamir, Vampire. Klingt warm. ganz üble Zeitgenossen einfach. Üble Zeitgenossen. Die sind tatsächlich sehr kalt und sehr gefährlich. Daza. Da was? Bei der klappen können. Also da, die dumm. Miese, fiese Typen einfach. Was Schlechtes. Ehrlich. Wollen einmal die Gurgel. Aber was meint Blut austrinken. Was meinten Sie mit Spinnen draufsetzen? Naja, wir können ja ein bisschen von dem Spinnenseidenzeug nehmen und das da draufklatschen. Hm. Wenn's hilft. Damit kann man ziemlich viel wieder verbinden. Spinnen sind gut da drin. Mit so Zeug machen, womit man Seile und. Aber wir sind schon aus Fleisch und Blut und nicht aus Holz. Hilde guckt sich so an. Moment. Geht zu so einem kleinen Schränkchen und holt so eine kleine Brille raus. Irgendwie so setzt sich die so auf die Nase. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, dann können wir uns euch überhaupt nicht helfen. Schade. War ein Spaß. Natürlich habe ich das schon vorher gesehen. Ah, ihr seid aber echt keine Leute, die Humor verstehen, oder? Geht ihr bloß nicht zu den Feen? Also, ich finde dich witzig. Ja. Haben die Witz ich Feen find noch mich mehr? Auch witzig. Du bist nicht witzig, mein Jörg. Haben die Feen noch mal Humor? Du bist alt. Was haben die Feen? Noch mehr Humor? Mehr als Hildr. Aber das ist auch nicht schwer. Wieso? Ich finde die witzig. Die haut ihm so auf den Hinterkopf. Seht ihr? Misshandlung! Okay, wir versuchen das mit diesen Spinnenweben. Ah, perfekt. Kommt mit. Machen wir. Folgst ihm in so einen Raum und da hat er tatsächlich so, da hängen so ganz viele Spinnennetze und da hängen überall Spinnen drin. Er nimmt so einen zu und Faden von hier und macht dann irgendwie und es macht so eine komische kleine Melodie und dann verwebt sich das so ineinander. Als würde das irgendwie automatisch so gestehen. Webt wirklich richtig vor deinen Augen aus diesem Spinnenzeugs eine Art Verband und legt dir den dann um die Hand oder um die Verletzungen, die du hast. Super, das sieht toll aus. Wenn man jetzt noch ein paar kleine Kräuter dazwischen macht, Moment, daher und daher. Es erscheint einfach aus dem Baumstamm, der die Wand da irgendwie ist, wächst auf einmal so ein kleines Pflänzchen raus. Und der zupft da so ein paar Sachen von ab und webt die in diese Sache ein. Das ist ja toll, das würde ich auch kennen können. Ah, da muss man lange für arbeiten. Ja, glaube ich. Kann ja auch Warte. nicht
Kann ja auch nicht jeder ein Weber sein, ne? Nee, stimmt. Macht ihr das auch bei meinen Freunden? Ja, können wir machen. Schmero stand im Türraum, hat sich das Ganze ziemlich fasziniert angeguckt. Das ist wirklich Spinnenseide zu nutzen, ist wirklich. Das ist faszinierend und wunderschön und sehr schlau. Mir fallen da ganz viele andere Adjektive ein. Lumin, hör auf nachzudenken. Funktioniert hier nicht. Ja, merke ich. So. Wollt ihr einen Tee? Ja, was für Tee? Kräutertee. Ja, gerne. Habt ihr schon was, wo ihr übernachten könnt? Also hier ja nicht. Also das ist ein bisschen eng hier, aber. Wo kann man hier denn so als Reisender übernachten? Auf dem Plateau. Also unten am Baum auf dem Plateau, meint ihr? Nee. Zwischen dem, also das ist eigentlich der Garten vom Gärtner. Ja. Und wenn wir den nett fragen, lässt ihr euch da bestimmt auf irgendeiner Blume schlafen. Das ist ja, ziemlich gemütlich. Super. Ja, gerne. Das, fragt ihn mal. Ich glaube, ich habe schon ewig nicht mehr auf einer Blume geschlafen. Ich habe noch nie auf einer Blume geschlafen, meint Adeptatasia. Wir haben immer nur auf dem Boden und auf Wurzeln geschlafen in den letzten Wochen. Ja. Ah, gemütlich. Wurzeln. Einer in den Rücken piekst, ist es nicht ganz so angenehm, wenn es die falsche Stelle ist. Also Blumen wären schon mal schöner als Abwechslung. Ja. War die nicht nett zu der Wurzel? Vielleicht war sie nicht, der fand sie es nicht nett, dass ich mich auf sie gelegt habe. Ich habe mich dann zur Seite gelegt, dann ging's. Vielleicht war auch die nicht besonders freundlich. Soll es ja auch geben. Ja. Ja. Es soll auch echt garstige Wurzeln geben. Aber meistens lassen sie sich ganz gut zureden. Das werde ich mir zu Herzen nehmen. Danke. So, und was wollt ihr hier eigentlich? Also ihr wolltet euch hier verbinden lassen, oder was? Wir sind eingeladen worden von der Herrin des Hauses. Von der Dryade. Also nicht im Haus. Wir wissen ehrlich gesagt auch noch nicht so genau, was wir hier suchen. Wir folgen eigentlich einem Hilferuf und der hat uns hierher gebracht. Ah, ja, der Hilferuf von oben. Genau. Ja. Genau, und der ist ja da. Wir haben mal Zeit, dass da mal einer gucken geht. Ziemlich nervig. Ihr wart da noch nicht gucken? Ja, ich hab zu tun. Ich muss weben. Ach so, ja. Aber ihr wisst von dem Hilferuf. Ja. 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 Ich meine, wir sind gerade erst angekommen. Könnt ihr uns vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Also, ja, da ruft irgendeiner die ganze Zeit und das nervt. Ach so. Und war irgendjemand von euch schon mal da oben aus dem Dorf? Ein paar Dryaden vielleicht. Weiß ich nicht. Habe ich mich darum gekümmert. Ich habe nur gehofft, dass es irgendwann aufhört. Ah. Was macht denn die Herrscherin dazu? Also ist der das egal, oder? Das weiß ich nicht, was die alles den ganzen Tag macht. Ich glaube, die herrscht. Entschuldigt meine dumme Frage. Ja, so dumm war die gar nicht. Also, ja. Ich weiß nicht, wie man herrscht. Ich bin ja ein Weber. Ich weiß, wie man webt. Das offensichtlich sehr gut. Solche gibt es bei uns auch, solche Weber. Unter den Elfen. Die können auch so Dinge nicht weben. Wahr. Doch, aber nicht so gut wie ihr. Also anders als ihr. Nicht aus Spinnen, glaube ich. Eher so aus Holz. Schiffe zum Beispiel. Ah ja. Schiffe. Ja. Klar, weiß ich Bescheid. Oder du siehst ihm so in den Augen an, dass er überhaupt keine Ahnung hat, was ein Schiff ist. Ja, oder so Treppen oder so Häuser wie in diesem Dorf. Treppen, ja. Treppen haben wir hier genug. Genau. Braucht man nicht noch mehr. Naja, aber die sind wichtig, oder? Naja, wir sind schon da. Brauchen keine mehr. Vielleicht sind die ganzen Spitzohren deswegen weggegangen, weil wir schon genug Treppen hatten. Die Spitzohren haben das gebaut? Mhm. Wir brauchen ja keine Treppen. Was will ich mit einer Treppe? Stimmt. Ja. Wann sind die gegangen, die Spitzohren? Keine Ahnung. Und warum? Lange weg. Hast du nicht gefragt. Und dann sind sie alle auf einmal verschwunden? Nee, nicht auf einmal.
Nacheinander. Und sahen die aus wie ich? Lass dich mich mal angucken. Spitze Ohren habe ich aber auch. Große Augen hat Hildr auch. Für ziemlich dürr, kneift er so in die Seite. Nicht so widerstandsfähig. Glaub schon. Er hat Ähnlichkeit, ja. Du warst ein Mensch, oder? Elf. Ja. Gut, aber wenn oben doch schon der Hilferuf, wie weit oben ist oben? Oben. Okay, ihr weißt du nicht, warst du noch nicht. Da oben war's. Traumhaft. Dann sollten wir uns vielleicht auf den aber Weg irgendwas machen. Stimmt da auch nicht oben. Das ist irgendwie ganz komisch. Also ja. Ist so. Irgendwas stimmt da nicht. Wie meinst du das? Ich weiß nicht, ich habe so ein komisches Gefühl seit ein paar Wochen. Irgendwas stimmt nicht. Die Spinnchen sind auch schon ganz nervös. Streichen die eine. Spinnen. Ich habe, glaube ich, keine Lust, mit den Spinnen zu reden. Ich lass das mal. Die Spinnen. Okay, dann. Die Spinnen, ich webe. Vielleicht können wir ja mit eurer Herrscherin reden, aber erstmal da auf dem Plateau übernachten, bevor wir dann weiter nach oben gehen, um dem Hilferuf zu folgen. Nee, bei der Herrscherin könnt ihr nicht übernachten, die lässt euch nicht rein, so wie ihr nee, aussieht. Aber mal mit der reden, vielleicht weiß sie was. Ja, brauchen wir die Erlaubnis von der Herrscherin, um hochzugehen, oder können wir einfach hochgehen? Weiß ich nicht, brauchst du Erlaubnis von irgendwem, irgendwo hinzugehen? Warum? Wir sind nicht von hier, wir kennen eure Regeln nicht. Kann ja sein, dass es so Regeln bei, dafür bei euch muss man ständig um Erlaubnis fragen, wenn man irgendwo hingeht? Manchmal. Nicht, nicht ist ja überall, fürchterlich, aber bei da will ich nicht manchen. Hin. Oh. Aber Okay. Wir müssen nur Du willst auffragen, doch ob sowieso wir. nicht von hier weggehen, du alter Sack! Wir müssen ja auffragen, ob wir auf dem Plateau übernachten dürfen. Da dürfen wir ja auch nicht einfach so schlafen. Ja, weil man nur weiß, dem Gärtner gehört. Okay. Der ein Würdet bisschen ihr den. Dell? Ja, der ist ein bisschen ruppig im Umgang. Territorial. Der passt auf seinen Garten gut auf. Besonders auf die Blumen. Müssen auch nicht unbedingt auf Blumen schlafen, denke ich. Och doch, schön, besser als Wurzeln. Aber wenn wir können da auf, wenn der Garten ist, vielleicht gibt es da auch Moos, auf dem wir schlafen können, statt auf den Blumen. Was? Dann machen wir nicht Moos? Die Blumen kaputt. Bist du des Wahnsinns? Du kannst doch nicht auf Moos schlafen. Nicht? Okay, Entschuldigung, ich weiß. Warum nicht? Wir schlafen einfach auf dem. Wir arme wir Moos! Machen, wir kann ich vorstellen. Wir schlafen einfach auf den Blumen. Ja, bitte. Ja, der schlaft auf den Blumen. Ich kann, das hier ist ja spezielles Moos, Entschuldigung. Keine diplomatischen Zwischenfälle jetzt. Also, es ist. Okay, könnt ihr uns zu diesem Gärtner bringen und für uns fragen, ob wir da übernachten dürfen? Ich geh mal. Mach den mal den Tee fertig und ich gehe den Gärtner fragen. Danke. Vielen Dank. So, ich lehne mich einmal zu Tashmiro rüber. Es ist aber schon klar, dass wir hier mit Bäumen reden, hier die ganze Zeit, oder? Das sehen nicht nur ich so, ja? Das sind Baumwiesen. Keine Bäume, das sind Baumwiesen. Baumwiesen. Was auch immer, aber okay, gut. Okay. Du träumst nicht, nein, das ist schon echt. Glaub, das die sind kleinen so Feen da draußen und Baumgnomen. Alle anderen Wesen, die da draußen rumlaufen. Dann bin ich ja beruhigt. Nicht beleidigen, bitte. Wieso soll ich jemanden beleidigen? Ach, raus. Ich beleidige doch niemanden. Ich frage doch nur. Ja, alles gut. Du musst vielleicht deine Sichtweise ein bisschen erweitern. Wir sind. Wie weit soll ich die denn noch erweitern? Ziemlich. Okay, die Frage ist echt legitim. Ziemlich, glaube ich. Es sollten Menschen sich halt nicht immer als das Zentrum der Schöpfung und der Welt betrachten. Es gibt viel, was zwischen Himmel und Erde ist, an Wesen und Kreaturen. Ja, das weist ihr mir quasi jeden Tag aufs Neue auf. Ja, das ist korrekt. Und heute ist halt ein besonderer Tag. Ihr seid halt eher so am unteren Ende der Schöpfung.
Gibt's so. Keine Hilder, wo ihr herkommt? Unteres Ende der Schöpfung, ja? Gut, je nachdem. Nein, leider nicht. Lumin, wir leben nicht auf Bäumen, also sind wir tatsächlich ein bisschen weiter unten. Ah. Ihr wohnt nicht auf Bäumen, wo denn sonst? Auf dem Erdboden. Da, wo also die Bäume eigentlich auch anfangen. Überlegt dann, was er sagen will und lässt es dann. Nein, bei uns gibt es solche Hildre nicht und wir wohnen auch nicht auf. Also die Elfen wohnen auch auf Bäumen, manche. Aber Menschen wohnen Weise. Eher so in Steinen auf dem Boden. In Steinen? Wie ja. So wie eure Mooshöhle hier, euer Mooshaus hier nur aus Steinen. Die Steine wachsen doch nicht. Die setzt man ja auch mit der Hand von. Was hin. Macht ihr denn, wenn ihr Nachwuchs kriegt? Dann bauen wir noch mehr. Bauen wir noch einen Raum dran? Wie ihr, wenn ihr euer Haus hier vergrößert? Ja, das wächst doch mit. Ja, bei uns müssen wir halt dafür sorgen, dass es mitwächst. Wir müssen das, oder wir ziehen einfach in ein neues Haus, was dann größer ist. Und was macht ihr mit dem alten? Da geht dann jemand rein, der nur kleine Familie hat. Kommt der denn her? Aus ja, vom Erdboden. Vom Erdboden unten. Das verwirrt mich total. Das ist ja total kompliziert. Fremd, ja. Was soll ich erst sagen? Wie, du wohnst nicht in Steinen, oder? Ich sag jetzt nicht, worin ich wohne. Ein riesiger Stein. Du wohnst in einem riesigen Stein? Kann man so sagen. Ist da nicht kalt? Also ein Teil besteht aus Stein, aber nicht der Großteil. Doch, aus dann? Also, da, wo Lumin herkommt, ist es tatsächlich kalt. Aus Eis? Tashmiruk klopft so auf den Tisch. Rede. Was? Rede tatsächlich sind... Was meinst du? Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen soll. Hinterher werde ich rausgeschmissen. Deswegen sage ich lieber gar nicht. Ja, es ist besser, nicht. Wir reden nicht darüber, aus was sein Haus gebaut ist. Also aber eigentlich ist es ja ähnlich wie hier die Häuser. Also, ich weiß gar nicht, was ihr für ein Problem damit habt. Also, Lumin will sagen, es ist zur Hälfte aus Stein gebaut und zur anderen Hälfte aus Holz. Ja, genau. Also aus Baum. Ja. Also seid ihr zur Hälfte schlau. Ja. Ja. Kein Problem. Tashmiro flüstert dann Lumin. Das Holz wächst doch dann, wächst und das Stein nicht. Ich frage mich weiter, es wird ja, wohl irgendwie funktionieren. Macht euch nicht zu viel Gedanken. Wir haben halt eine andere Lebensweise. Ich meine, wir sind auch weich, ihr seid nicht weich, ihr seid hart. Ne? Deswegen habt ihr eher so ein weiches Haus, wir brauchen harte Häuser. Also, doch. Ich bin ach nicht so. Weich. Das macht Sinn. Ja. Ja. Muss alles im Gleichgewicht sein. Ja, du hast recht, das macht sehr viel Sinn. Ja. Bin nicht weich. Oh. Aber du bist auch so nicht so mit Moos angezogen und so flauschig. Lumin, du bist unter den Weichen, bist du der ganz Harte. Und ich klopfe ihm so auf die Schulter. Damit kann ich leben. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Sache, um jetzt nach meinem Gatten mal zu rufen und zu fragen, ob der Gärtner euch schlafen lässt. Wie heißt euer Gatte nochmal? Jolk. Jolk. Hildre und Jolk. Mhm, wir sind alles Hildre. Was? Wir sind Hildre. Hildre. Ihr seid alle Hildre. Mhm. Aber dein Mann heißt doch anders. Der heißt doch Jolk. Ja, ja. Aber der ist auch Hildre. Ein Hildre. Nein, okay. Der ist ein Hildre. Unterschied. Und dein Name? Hildre. Ah. Okay. Es wird anders betont. Ja. Hildre. Und, ja. Hildre. Hildre. Für unsere Ohren Hildre. einfach ungewohnt an, weil wir... Ich kann das nicht aussprechen. Das ist... Das kriege ich nicht hin. Diesen Dialekt beherrsche ich nicht. Rollen. Ja, nicht. Wie eine vernünftige Wurzel. Ich würde mir sagen lassen, mein Name ist lustig. Echt? Wie heißt du? Lumin. Scheint ein echter Brüller bei Wesen zu sein. Lumin. Armer Kerl.
Hey, ich mag den Namen. Ja, der ist lustig. War ein Spaß. Keine Ahnung, was das für ein Name ist. Und eure Herrscherin, wie war der Name nochmal? Balanja. Balanja. Die Herrscherin und Gattin vom Baumeister Berboyeba. Klar. Und Berboya. Okay, und die ist Dryade, richtig? Mhm. Lehne mich zu Alricio. Was ist eine Dryade? Baumgeist? Ach so. Also ihr seid auch Dryaden. Nein, das sind Hildren. Klar. Und die Balanja ist verheiratet mit Berboya. Mhm. Mit dem Lebensbaum. Ja. Ah, schön. Aber ich dachte, der Lebensbaum, der steht auf die Silberbuche. Die Silberbuche. Oh, ich glaube, ich glaub, du solltest den Ball hier flach halten. Es ist vielleicht aus anderer Zeit, schon viele, viele ja. Jahrhunderte und Jahrtausende her. Mhm. Ich glaube, bevor sich Shayari um Kopf und Kragen redet, machen wir für heute hier einen Cut und verlassen die Helden auf in diesem kleinen Hildr-Behausung auf dem Lebensbaum, der gleichzeitig der Gatte von der Dryade ist. Na. Ja. Ja, von der Herrscherin ist und eigentlich was von der Silberbuche will. Das hat er so nie gesagt. Oh, langsam dreht es sich mir um. Oh ja. Ja, egal, wo man hinkommt, immer gibt es dieselbe Geschichte. Immer diese Seifenopern, ey. Ja. Jedes Mal. Gib zu, das hast du geübt vor dem Leiten. Nein, habe ich nicht. Ist doch ganz einfach. Koali könnte auch gut Impro-Theater spielen. Was ist das denn hier anderes? Genau, macht er aber gerade. Eben, was machen wir denn hier anderes? Der arme Lumen, ey. Maximal überfordert, ey. Overlord. Bisschen. Die Unterhaltung mit dem Baum war ja schon eine Sache, ja. Das hat ein bisschen Nimona-Flair. Was ist denn Nimona? Kennt das jemand? Nimona? Ist ein Zeichentrickfilm, ein Animationsfilm auf Netflix. Ah. So ein Wesen, die halt einfach, ich bin Nimona und sie kann Gestalt wandeln und ja. Ah, okay. Check ich. Kannte ich aber nicht bisher. Bin voll lange nicht mehr auf Netflix gewesen. Kommt aber bestimmt bald wieder. Ja, dann muss ich mir den wohl mal angucken, wenn das so, genau so ist, so ähnlich ist. Ja. Okay, ja, cool, dass ihr mitgemacht habt. Nach dem ganzen Horror aus der letzten Session ein bisschen Comic Relief dieses Mal. Ja. Und ich denke, beim nächsten Mal gehen wir dann so ganz stark aufs Finale zu, würde ich sagen. Vielleicht noch eine Session dazwischen, aber danach. Hoffen wir, dass wir das noch schaffen. Ja. Ja. Immer ein bisschen gerafft heute, aber das war ja auch, glaube ich, ganz gut, weil diese ganzen Wege bei DSA sind, bei diesen Reiseabenteuern sind immer fürchterlich, finde ich. Nee, das hat ja, sich in DSA 5 immer noch nicht geändert. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es. Nein. Zumindest kämpfen sie gegen diesen riesen Borkenkäfer und hier ist noch eine Ameisenarmee, die sie bekämpfen müssen. Und hier ist noch eine Dryade, die Wegzoll fordert. Ja, kann man ja machen, muss man aber nicht. Ne? Hat das mit der Bürokratie aufgehört, mit dem das und das muss so und so viel Gramm wiegen, um noch in den Koffer zu passen. Ja. Dann doch lieber die Hildr ausspielen. Ja. Was dann wieder andere Gruppen nicht machen. Ja. Ja, ihr trefft dann da so ein paar Baumwesen und unterhaltet euch mit denen. So, nee, auf zum nächsten Kampf. Ja. Ich hau die um, damit ich den nächsten auch umhauen kann. Genau. Hey, jeder wie er Spaß hat. Sie werden niemals auf einer Blume schlafen. Hauptsache, sie hauen in ihrer Vorstellung in irgendwelchen Rollenspielen Leute um, anstatt dass sie mich umhauen. Hey, jeder so wie er mag. Das macht auch total Spaß, Leute umhauen. Also im Rollenspiel. Leute, was? Müssen nur die richtigen Leute make sein, Roleplay, not war, ne? Also im Roleplay könnt ihr das machen, wie ihr lustig seid.
Aggressionen outsourcen. Klar, besser ist das. Ja. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Schön an euch da draußen, dass ihr da wart. Daniel, sagt mal, ich soll euch loben. Ja. Wir schlafen alle auf Rosen heute Nacht oder in Rosenblüten. Oder auf Rosenblüten, ja. Wenn es keine fleischfressende Pflanze ist, ist alles okay. Samtweichen Rosenblüten. Ja. Vielleicht auch an so ein Gänseblümchen, so ein riesen Gänseblümchen. Ja. Toll, als Allergiker ist das, glaube ich, der Albtraum. Oder Tulpe, oh ja. Da ich einen Spielleiter hatte, wo Blumen immer das Signal war für, da kommt ein Angriff her, bin ich ein bisschen traumatisiert. Ja. Solange wir die Blumen nicht ärgern, ärgern uns die Blumen hoffentlich auch nicht. Toi, toi, toi. Also bevor ich die Blumen ärgern will, kriegt ihr Ärger mit dem Gärtner. Ja, wie können wir bloß auf dem Moos schlafen? Ich bin gespannt, was der Gärtner hinterher ist. Der Gärtner ist hinterher irgendwie so eine Hummel oder sowas. Auch ein Hildre. Der Gärtner ist ein Humus-Gin. Ja. Oh. Endlich mal wieder was Normales. Endlich was, was du als normaler DSAler kennst. Ja. Ja, gut. Aber Lumen jetzt auch nicht mehr vom Hocker. Ob er jetzt nochmal mit einem Stück Erde redet, also... Sag ihm das ja, nicht. Ich sag ja, nicht drüber nachdenken. Macht nur Kopfschmerzen. Der Gärtner ist auch traditionell der Mörder, ja. Der Gevatter. Ja. Oh super. Freu mir. Ja, ein Humus-Gin. Ha! Bei dir ist auch ein Hildr verloren gegangen. Das schmeckt bestimmt gut. Etwas torfig vielleicht. Ja. Das wäre dann aber ein Whisky. Je nachdem, wie du deinen Gin brennst, kannst du den auch bestimmt torfig machen. Wenn dein Gin torfig schmeckt, dann hast du wahrscheinlich nicht so richtig das korrekt gemacht beim Gin. Falls der Baal das wirklich nicht kennen sollte, ne, Gin mit D und J, Gin. Oder DSCH und Doppel-N. Ja. Wie der von Aladdin, nur ganz anders. Genau, richtig, nur ganz anders. Ja, nur nicht so quietsch und bunt, sondern ein bisschen... Aber mit Flasche? Wintergebunden. Wo wir wieder beim Gin wären. Es gibt auch Gin, die in Flaschen gebannt werden, ja, aber das passiert dann eher da, wo Tashmiro herkommt. So in der Gegend. Genau, Gin halt. Ja. Genau, Gin. Also Elementargeister. Die gibt es in verschiedenen Abstufungen und Gin ist eins der mächtigeren, auf die Menschen zugreifen können. Also fast schon das Mächtigste, was sich noch so halbwegs beherrschen lässt von Menschen. Nee, eigentlich das Mächtigste. Also nee, danach kommt der elementare Meister. Ja, der elementare Meister, das geht auch noch, wenn du dich mit denen verstehst, so als Druide oder so, aber das ist schon ultra selten und da muss man schon echt eine mega krasse Beziehung zu dem Geist haben. Das war mal sehr frustrierend. Ich hatte einen Elementarmagier aus Olport, der war gar nicht so schlecht im Beschwören von den Sachen, aber ich habe immer diese scheiß Charisma-Proben hinterher, habe ich verhunzt. Ich habe hinterher irgendwie eine 16 würfeln können oder drunter, ich habe nie hingekriegt. Glücklicherweise habe ich den immer besinnungslos quatschen können und habe dann zumindest doch so einen Teil davon gemacht gekriegt, was ich gerne wollte. Ja. Manchmal sind Würfel Drecksäcke. Also für Spielercharaktere sind Djinne so das höchste der Gefühle, ja. Darunter gibt es halt auch noch welche, irgendwie so, ich weiß gar nicht. Ich sag jetzt nicht, dass ich es bei den elementaren Dienern vermasselt habe, ne? Aber. Ja. Elementargeister halt, also elementarer Diener kannst du da drunter machen. Ja, es gibt noch lästige Mindergeister, also so Mindergeister gibt es noch, die halt einfach so wirklich so hühnergroß sind vielleicht. Oder sind so mehr oder weniger sind es Repräsentationen des jeweiligen Elements. Mhm. Ja. Und hier halt vorherrschend auf eurem Weg jetzt Humus ganz stark, ne? Ja. Spricht immer für die Natur. Man ist sie besonders rein, da manifestieren die sich. Wenn nicht gerade irgendwelche Rituale schiefgelaufen sind oder sonst irgendwas, dann kommen die massenweise und dann sind sie eine Plage. Ich mag ja solche kleinen Humusgeister, die gab es bei der Splitterdämmerung ja auch schon. Ja. Ey, frag mal meinen ersten DSA-Charakter. Der hatte lästige Windergeister als Nachteil. Wenn sie gefumbelt hat, dann ist so ein Vieh aufgetaucht. Genauso heißt, viel du hast Humor, nicht oft, aber so, ja. Zerzauste Haare und so. Ja.
Ja, und dann gibt es halt noch Feen und Dryaden. Und also eigentlich sind Dryaden auch Feen. So eine andere Form von denen. Ja. Ja. Diverse Feenwesen und magische Kreaturen und Elementarwesen. Wir werden eine Dame kennenlernen, nächstes Mal anscheinend. Eine Dryade, ja. Oh. Eine wenn sie Dryade, euch vorlässt. ja. Ja, eigentlich Ja, kennt ihr sonst. ja auch doch schon eine Wir kennen schon Dryadin. eine. Ja, ihr Seien kennt die, auch die schon eine, den. genau. Die aus dem Ah ja. aus dem Vermächtnis der Völker. Ja. Die sind Nia, Aber sah die nicht aus wie eine Elfe? Nialündie. Sah die Nee. nicht. Ach nee, Quatsch, das war so eine, Die die auch in diesem Wächterin Baum war, von, ne? genau, damit wir in diesen Baum kommen, da war eine Ja. Dryade. Okay. Dryaden sind auch bekannt dafür, dass sie Menschen verführen. Also besonders Männer. Alricho, pass auf dich auf. Und Lebensbäume. Ich bin nicht der mit dem lustigen Namen. Hast du dich schon vorgestellt mit Namen? Vielleicht ist der noch lustiger als Ja, Lumi. deswegen macht das nicht, weil er fürchtet, dass auch über seinen Namen gelacht wird. Weil ihn Na, er niemand hat sich richtig doch aussprechen kann. bei den Baumleuten hat er sich doch vorgestellt hier. Stimmt. Bei Hildr und Ja, Joik. ja, ja. Ich Die ehrlich. stehen so im Abenteuer. Alles gut. Und wer ist Wisst Quali, dass ihr er sich ihm das diese Abenteuer zwei stellt? Absätze, die da im Abenteuerbuch stehen, da mache ich 2 Stunden flott Ist doch draus. Aus vollkommen diesem in ganzen Ordnung. Weg, was seitenweise da beschrieben wird. Wir hatten unseren Spaß, das ist doch was zählt. Aufs Wesentliche konzentrieren, würde ich Es behaupten. ist nicht das erste Mal, dass du die Hälfte des Abenteuerbuches eigentlich in die Tonne kloppen kannst. Meine Frau ist irritiert bei den komischen Namen. So als DSA-Beginnerin. Ja, brauchst du nicht. Wir sind Ich alle wollte gerade sagen, irritiert. wir Wir sind alle sind alle, irritiert. ja. Das sind keine Das. typischen DSA-Namen, nein. Nein, Nee. nein. Alrik und Das. sowas, das ist typisch DSA, ja. Ja, du musst einfach sehen, das sind halt Geisterwesen, also Elementargeister. So. Aber was da jetzt für eine Art von Wesen sind, ne, also das ist erfunden. Also, wenn die sich halt Hüldr nennen, dann heißen die halt so. Wer weiß, wie die sonst irgendwo heißen oder wie die in dem Regelwerk heißen. Hier heißen sie Hüldr. Muss man sich aber auch nicht merken, weil den wirst du wahrscheinlich nie wieder irgendwo anders begegnen. Ja, es ist genau das. Wir sind in einem sehr, sehr speziellen Setting, wo es sehr viele interessante und spezielle Sachen gibt, auf die Ja, wo mein man. Schade wahrscheinlich noch durch einiges durch muss. Ja. Aber ich würde behaupten, das ist jetzt wahrscheinlich eins der absoluten Highlights. Von Kuriositäten, meine ich jetzt. Ich wüsste Ja. nicht, was da noch kommen sollte, außer irgendwelche Dämonen vielleicht oder so, gegen die er noch sich irgendwie behaupten muss. Aber ich glaube, dass nach diesem Dorf er Da sah. unterschiedlichste Wesen schon dann eigentlich viel mit abgedeckt haben wird. Kannst du diese Passage bitte abspeichern und ihm wieder vorspielen, wenn es dann soweit Hm. ist? Die Aufnahme läuft noch, also ja, Gut. es ist gesaved. Das ist okay. Das Also habe es ich immer steht auch gerne eines nicht, Besseren es gelernt. steht auch im Abenteuer nicht dabei, was sie sind. Hier steht einfach nur, dass es eine kleine Familie ist. Und dass die alle aussehen wie kleine, hutzelige, wie moosbefleckte Zwerge. Und verhalten sich eigentlich mehr oder weniger unauffällig in der Umgebung, sind fleißig, kräuterkundig und gute Heiler. Sie mögen und backen vorzüglichen Kuchen und spinnen Kleidung. Oh, Kuchen. Nicht schlecht. Baumkuchen. Ja, Ey, Baumkuchen, wenn wir zurück in die Stadt, in die Menschenwelt ja. kommen und komplette Klamotten aus Spinnenseide haben, ja, ich glaube, dann haben wir erstmal ausgesorgt, wenn wir die an den Mann kriegen. Ja. Also habt ihr noch nicht nach Klamotten gefragt? Vielleicht geben sie euch welche von diesen Moosklamotten oder Nein, so. werd ich Die nicht der falsche Schar Moosklamotten. dafür. Der falsche Schar dafür. Ich habe einfach immer Werbung über das Nerdpool-Forum an deinen Streamer. Hä? Streamer, der etwas irritiert schien. Wie du hast im Nerdpool Werbung gemacht, ist so nett. Habe ich irgendwann aufgegeben, weil es hatte keinen Unterschied mehr gemacht, ob ich da Werbung gemacht habe oder Ich nicht. glaube, er hat Werbung Für den gemacht Nordpol. für den Nerdpol bei einem Streamer, der etwas interessiert schien. Ach so. Ja, gut, das ist immer gut, ja. Ich bin schon jetzt einige Jahre nicht mehr auf dem Nordpol unterwegs. Aber immer eine gute Anlaufstelle, wenn man irgendwie in dieses Streaming-Ding rein will, ja.
Ja, oder generell ein bisschen Rollenspiel Leute sucht, die Gruppen Genau, suchen. ja. Ja. Eins der guten Anlaufstellen. Da gibt es ja inzwischen viele. Sucht jemand eine Gruppe zum Spielen? Ja, das ist immer das Bottleneck. Ja. Und dann ist noch der Trick, eine gute Runde zu finden. Also für einen persönlich gut. Nicht gut im Sinne von generell gut, sondern Die hast du eine Runde, die. beste Variante, um eine Gruppe zum Spielen zu finden, ist zu spielleiten. Ja, das ist leider wahr. Dann hast du ganz Ja. schnell eine Gruppe. Ja. Ja, aber das ist auch in jedem System so, nicht nur bei DSA. Ja. Wir spielen ja auch gar kein DSA, wir spielen ja Cinema, nicht wahr? Also Ausrufezeichen System für die Leute, die hier neu da sind. Gerade geupdatet auf der Rollenhörspiel.de-Seite. Zieht euch das ruhig mal rein. Wir machen eine kleine Abwandlung davon, aber im Prinzip ist es genau das, was da in den Regelwerken beschrieben ist. Da gibt es mehrere Varianten, die der Marot da irgendwie inzwischen zusammengetragen hat. Je nachdem, welchen Schwerpunkt man setzen möchte. Mal mit mehr, mal mit weniger Crunch-Elementen. Aber allgemein sowieso mit sehr, sehr wenig Crunch. Jo. Genau. Ja, und dann treffen wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder, wenn wir weiter zocken. Hoffentlich dann in voller Montur. Wenn es so Ich hoffe Richtung doch. Finale geht, wär cool, wenn alle da Ja. wären. Ja. Aber ich sag jetzt schon mal, die nächsten Wochen werden sehr turbulent bei mir, höchstwahrscheinlich. Es kann sein, dass es irgendwie ausfallen kann, weil die Mini-Koalas auf dem Start, ne, stehen in den Startlöchern und wollen auf irgendwann auf die Welt kommen. Und das wird irgendwann in den nächsten Wochen passieren. Hoffentlich noch nicht so bald, aber bald. Genau. Also das kann sein, dass da ein bisschen was zwischendurch mal ausfallen muss, aber dann ist es halt so. Wisst ihr aber Bescheid, wenn jetzt wieder eine längere Pause kommt. Mini-Koalas gehen immer vor. Genau. Und wieder Nachwuchs. Ja. Und direkt 2 auf einmal. Sven Zwillinge. Koalas sind aber ja auch von Aussterben bedroht. Die müssen sich vermehren. Absolut. Aber vielleicht werden es ja auch keine Koalas, sondern Leoparden, wer weiß. Vielleicht auch 1-1. Ja, genau. Könnte auch passieren. Kommen Koalas Koalas nicht mit oft mal spitzen zu Zähnen und zweit? Flecken. Ich stelle mir Ich wollte gerade Koalas immer sagen, wie Zwillinge vor. Koalas mit Flecken oder so. Koala-Leoparden-Hybride. Ja. Koala-Parden. Kann nicht schief gehen. Kann ja nur was Nee. Gutes bei rauskommen. Downer hat schon lange nichts mehr von meiner Frau gehört. Ja, dann musst du beim Pöller auf dem Kanal gucken. Da ist ganz viel Leopardin-Content. Gestern erst wieder aufgenommen, weil der Pölle Probleme mit Streamen hat. Aber das kommt jetzt demnächst irgendwann auf YouTube. Die aktuelle Folge G7. Aber mach mal Werbung, während ich hier was raussuche, wo ich euch gleich hinschicke. Ja, mache ich. Also, wenn ihr mehr über Leoparden wissen wollt, und wenn ihr mehr über Elementargeister wissen wollt, dann solltet ihr definitiv den 7 gezeigten Stream sehen. Denn da beschäftigen wir uns auch sehr intensiv mit Elementartheorie. Ich habe da meine ganz eigene aufgestellt und sie IT zum Besten gegeben. Genau, also weil wir da eine Elementarmagierin dabei haben, die sich sehr intensiv auch mit der sozialen Komponente auseinandersetzt, weil sie sozial nicht so stabil ist. Also so ungefähr wie Lumin im Baum. Nyx. Lass sie bitte heißen. Nur dass Lumin gerade ein bisschen sozial überfordert war mit diesen Wesen. Ein Genau. Mühe. Ja, da haben wir jetzt genau gestern wieder aufgenommen. Das wird morgen, hoffe ich, erscheinen können, wenn ich das zeitlich alles miteinander kriege. Und ansonsten gibt es aber, ich glaube, auch fast 100 Videos, die ihr noch nachgucken könnt. Also, wir stecken jetzt gerade in grenzenlose Macht drin, haben Vorabenteuer gespielt und spielen, glaube ich, jetzt seit 3 oder 4 Jahren und haben da ordentlich was erlebt, spielen ganz ähnlich von der Erzählweise wie hier. Sehr wenig Gewürfle. Also, obwohl wir mit DSA 5 Regeln spielen, tatsächlich würfeln wir trotzdem, ich glaube, maximal einmal im Stream. Und es sei denn, wir kämpfen mal, dann natürlich, keine Ahnung, maximal 10 Mal. Aber das ist so ungefähr der Kontext an der ganzen Geschichte. Und 7 Gezeichneten sowieso immer eine gute Kampagne, kann ich immer nur empfehlen. Wer so ein bisschen Dark Fantasy mag, ich pinsel das Ganze immer noch mal ein bisschen dunkler und ein bisschen
heftiger an, sodass es nicht so ein klassisches DSA-3-Gemetzel ist, sondern wirklich sehr mystisch und geheimnisvoll. Ja, das ist so ein bisschen der Plan dahinter. Schaut es euch unbedingt an. Ich finde es gut. Mir macht sehr viel Spaß. Ich leite das sehr gerne. Ja. Und dann könnt ihr vielleicht auch mal bei Stadtpoetin auf den Social-Media-Kanälen gucken. Da gibt es Bogenschieß-Content zum Beispiel. Stimmt. Ja, Bogenschießen gibt es immer. Sonst gibt es, glaube ich, gerade nicht viel Spannendes. Gestern ein Dackel-Content. Gestern haben wir ein neues Brettspiel ausprobiert, aber ja, das war... Arkham Horror, ne? Arkham Horror, das war ganz cool, muss ich sagen. Das hat mir Spaß gemacht. Vielleicht gibt es das nochmal. Mal sehen. Wenn wir es verstanden haben, werden wir es nochmal spielen. Genau, aber ansonsten ist es mehr Lifestyle, also das, was in meinem Leben passiert. Ja, ähnliches gilt für Elanor, aber die verfällt immer in so einen Winterschlaf. Und dann hat sie so einen Spike und dann wieder Winterschlaf. Ja, ich bin immer mal wieder da und wieder weg. Ich müsste mal ein bisschen regelmäßiger posten. Wenn nämlich sonst außerhalb vom Koali bin ich noch beim Zeitiger unterwegs. Wir spielen nächste Woche Mittwoch wieder. In Schweden sind wir mittlerweile angekommen mit den Charakteren und haben jetzt einen Auftrag, in einer Minenstadt mysteriöse Vorfälle zu erkunden. Wir wissen auch nicht so ganz, was uns da blüht, aber naja, schauen wir mal. Ja. Schaut von mir vorbei beim Zeitiger. Wir spielen mittwochs 20 Uhr. Kennen vielleicht auch einige hier. Wir freuen uns immer über Zuschauer. Spielen Alles klar. Wesen. Dann schicke ich euch jetzt mal weiter zur Julie Karls. Die spielen nämlich das Alien-RPG. Hoffentlich sind die noch eine Weile dran. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon so am Wrap-Up sind. Aber zumindest streamen sie gerade noch. Also Alien-RPG ist auch sehr geil. Guckt euch das ruhig mal an und hinterlasst schöne Grüße. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.